Und das hört sich jetzt komisch an, aber ich bin wirklich morgens aufgewacht und konnte irgendwie nicht mehr reden. Ja. Ich meine, dann war natürlich ich verzweifelt, meine Eltern waren verzweifelt. Für mich war es genau das Richtige, ein Kind zu haben und diesen Weg haben zu dürfen, schwanger gewesen zu sein als Mann. Wo ich das erste Mal auf die Komastation gekommen bin in München-Schwabing, ich hatte das Gefühl, sie haben einen Adler in den Wellensittichkäfig gestört. Da bricht dir das Herz. Also meinen Mann so hilflos da zu sehen. Der Löwenanteil war einfach großartig. Und dass das dann so traurig endet, macht das Ende noch dramatischer und noch schlimmer. Aber das bedeutet eben nicht, dass die Zeit davor nicht trotzdem toll war. Ich saß in dieser Notaufnahme mit meinem Kind auf dem Schoß, meinem anderen Kind im Bauch, ohne dass es sich bewegte. Und da spürte ich erstmal, wie einsam ich in dieser Ehe war. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Wir reden heute über Beziehungen im Stresstest. Und wir begrüßen dazu hier im Alten E-Werk in Baden-Baden diese Gäste. Für Karin Meierhofer änderte ein Schicksalsschlag von einem Moment auf den anderen alles. Nach einem schweren Unfall ihres Mannes lag dieser im Koma. Und sie musste sich plötzlich alleine um den Bauernhof kümmern und um ihren Mann. Was es heißt, fast 4 Jahre lang mit seinen Mitmenschen nicht sprechen zu können, erlebte Max Kamp. Von einem Tag auf den anderen verlor er seine Sprache. Die Diagnose Mutismus stellte Max und sein Umfeld vor große Herausforderungen. Als Daniel Masch vor 21 Jahren seinen heutigen Mann kennenlernte, war er rein äußerlich noch eine Frau. Der gemeinsame Weg in die Zukunft hielt für die beiden einige Herausforderungen parat, nicht zuletzt eine Schwangerschaft auf seinem Weg zum Mann. Victoria Bohn musste erfahren, wie es eine Beziehung belasten kann, wenn aus einem Liebespaar ein Elternpaar wird. Nach der Geburt der Kinder veränderte sich die Atmosphäre zu Hause und schließlich spitzte sich die Situation dramatisch zu. Über 25 Jahre lebte Daniel Dickhoff als Sänger der A-Cappella-Band Wise Guys seinen Lebenstraum. Doch unterschiedlichen Erwartungen an die gemeinsame Zukunft stellten nicht nur die Band auf die Probe, sondern auch eine große Freundschaft. Die Psychologin und Psychotherapeutin Angelika Rohwetter beschäftigt sich mit allen Arten von Beziehungen zwischen Menschen. Sie weiß, wie wichtig sie für uns sind, aber auch, wo die Fallstricke im Miteinander liegen. Herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen an die Runde. Frau Meierhofer, Sie konnten erleben, dass in so einer absoluten Ausnahmesituation Beziehungen auch Halt geben können, Unterstützung und Sicherheit. Aber bevor wir auch auf diesen Tag kommen, an dem es wirklich um Leben und Tod ging, erstmal zu Ihnen nochmal persönlich. Das, was Sie heute arbeiten, ist was ganz anderes als das, was Sie vorher gemacht haben, als Sie Ihren heutigen Mann kennengelernt haben. Wo waren Sie da beschäftigt? Was haben Sie gemacht? Also ich hatte, als ich meinen Sepp kennenlernte, von der Landwirtschaft alles, also keinen blassen Schimmer. Ja. Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau, ja. Lebensmittel. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Damenunterwäschegeschäft, ja, als Verkäuferin gearbeitet. Also so Mode, so wie Sie auch heute hier, ja, sind. Mode und Make-up und sich schön machen. Das ist, ja, das ist auch so Ihre Welt und auch Ihr Ding. Ja, immer schon also gewesen. Ich habe also schon als kleines Mädchen, ich habe immer schon hohe Schuhe, schöne Kleidung, Schminken. Also ich bin so richtig rosa Mädchen. Sie haben ja damals auch schon in Oberbayern gewohnt, waren dann auch, ja, in erster Ehe verheiratet, ja, hatten 2 Kinder. Da hat es dann gekriselt. Und dann aber auf einem Fest haben Sie den Sepp kennengelernt. Ja. Was hatte der Sepp denn, was andere Männer nicht haben? Also das kann ich ganz schlecht beschreiben. Wir haben uns über einen gemeinsamen Nachbarn bei einer Grillfeier gesehen. Oder ich habe ihn gesehen. Er war ziemlich umschwärmt von den Damen. Ach so, okay. Und dann habe ich den damals gesehen. Wie gesagt, ich war noch verheiratet. Da haben wir gedacht, ich weiß nicht, der gefällt mir. Es war irgendwie so ein ganz bestimmtes Gefühl. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war einfach so, das passt. Und ja, ich war so fasziniert. Wir hatten da so einen schönen Abend. Und mich hat das auch mit den Tieren so fasziniert. Und dann habe ich, man hat auch gemerkt, oder er hat schon gemerkt, dass ich ihn hübsch angehimmelt habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich fahre dich nach Hause.
sage ich, und dann zeigst du mir dein Kuhstall. Das ist doch ein Date, oder? Also, ich war eigentlich No-Go, muss man dazu sagen, verheiratete Frau mit 2 Kindern. Das war, also mein Sepp ist absolut durch und durch anständig. Also jetzt muss ich schon sagen, das war jetzt für ihn nicht einfach, aber der hat sich gedacht, das ist gleich erledigt. Ah, dann hat ihr den Kuhstall gesehen, dann fährt sie gleich wieder nach Hause. So dann, nein, ich habe ihn heimgefahren, ja, genau. Und dann sind wir nachts um 12:30 habe ich dann heimgefahren und dann sagt der Kim, ich zeig dir den Stall. Und das war so schön. Ich bin in den Stall rein und wie gesagt, er hat auch damals schon 65 Milchkühe gehabt und allein der Duft, also das musst du mögen. Wir sind da durch, dann hat er mir das erklärt und. Ja, ich war einfach, da habe ich gedacht, das passt, das ist schön, das macht mir Spaß. Und wie gesagt, mein Sepp ist eigentlich auch schüchtern. Und dann sind wir so durch den Stall durch und am Schluss, dann habe ich ihm einfach ein Bussi gegeben und habe ich gesagt, du weißt schon, dass ich dich heirate. Und dann sagt er zu mir, bei Karin, du hast einen solchen Vogel. Gut, das sagt er jetzt 20 Jahre später immer noch. Aber und Sie haben ja Recht behalten. Ja. Sie haben Recht behalten und dieser Auftaktbesuch im Kuhstall hat einiges nach sich gezogen. Vor gut 20 Jahren sind Sie dann auch bei ihm eingezogen beiden Kindern. Ziemlich schnell. Ich habe wirklich, also wir haben uns ein paar Mal getroffen und unterhalten und ich bin schon mal gefragt worden, sag mal, hast du nicht nachgedacht, du hast 2 Kinder und. Ganz ehrlich, das Schöne am Verliebtsein ist, dass man vielleicht manchmal gar nicht so sehr nachdenkt, dass man es einfach tut. Wenn du immer alles zerkaust, machst und ich war auch nicht unglücklich in erster Ehe verheiratet. Aber wenn was nicht passt, dann ist einfach die Möglichkeit da einzudringen. Ja. Und ich denke, man muss irgendwann, kann ich nicht lang hin und her tun, sondern ich habe ziemlich schnell Sie haben dann Dinge. Also das Fest, wo wir uns damals eine Tüßling, Frau der Tat offensichtlich. Ja, das war Sommer 99, wo wir uns getroffen haben und Juni 2000 haben wir geheiratet. Ja, also das kann man schon so bezeichnen. Ja. Wie war das denn? Ich meine, Sie sind ja jetzt vielleicht nicht so die typische Frau auf einem Bauernhof. Also, wurde denn da auch gequatscht dann im Dorf? So, ach ja, und dann hatte ja auch noch in diesem Unterwäschelein. Das war schon eine witzige Geschichte. Ja, oder? Wurde da ein bisschen geredet? Ja, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht im Dorf integriert. Ach, gar nicht? Also das ist, mein erster Mann wollte, da war keiner, der sich da so integriert hat. Was mir auch abgegangen ist, ich bin sehr dorfverbunden. Ich mag das da auch aktiv zu sein in allen möglichen Bereichen. Und ja, ich muss sagen, ich habe das Gerede wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Wir waren dann wirklich beschäftigt, dann auch mit, dass ich dahin eingezogen bin. Und dann die Kinder, wir waren wirklich so beschäftigt, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Meine Schwiegermutter ist ja 30 Jahre Ortsbäuerin gewesen. Muss ich dazu sagen, die hat mich wirklich, also auch meine Schwiegereltern, ohne Vorurteile aufgenommen. Weil Erschienene mit 2 Kindern auf dem großen Hof, also bei aller Liebe, wenn du mich heute 20 Jahre später fragst, ich möchte nicht wissen, wie ich ratsche. Brauche mir überhaupt nicht reden, ich brauche mich nicht heiliger machen, als man ist. Jetzt haben Sie aber gesagt, Ihre Welt, das sind solche Schuhe, wie Sie sie heute tragen. Ja? Das ist Mode. Und jetzt gehen Sie in den Kuhstall. Und das ist harte Arbeit. Das ist früh aufstehen. Wie oft haben Sie dann die High Heels da noch raus? Das ist dann mein Ausgleich. Das ist der Ausgleich. Ich mag das mit den Tieren oder auch wenn du Kinder hast, mit kleinen Kindern. Du bist ja immer irgendwo angesappert. Also, bei aller Liebe, das ist ganz normal. Also ich habe die meiste Zeit habe ich meine Straußhose an oder meine Overall an, meine Gummistiefel. Ganz klar, das Arbeitsgewand. Wenn Sie das so sagen, was ist denn das, was Sie auch erfüllt an der Arbeit dort? Also das ist das Schöne, ich kann zu Hause arbeiten. Ich kann zu Hause arbeiten, ich kann mich als Mutter genauso einbringen, intensiv, ohne wie andere Frauen in die Arbeit zu müssen, die einen unglaublichen Spagat da ja leisten, sondern du bist zu Hause. Ich bin den ganzen Tag mit meinem Mann zusammen, mehr oder weniger. Das machst du zusammen als Team. Da gibt es nicht, es ist auf Augenhöhe. Also man spürt, Sie haben sich verliebt, es hat richtig eingeschlagen, Sie konnten gar nicht anders. Ja. Und Ihr Leben hat sich dadurch auch komplett verändert. Und Sie haben dann ja auch noch zwei Kinder mit dem Sepp bekommen. Ja, wir haben zwei gemeinsame Kinder. Und das Leben lief so über viele Jahre. Dann allerdings, und wir reden heute ja über Beziehungen im Stresstest, gab es einen Tag, ein Ereignis, das alles verändert hat. Ja. Es war ein Tag im Februar 2011. Welche Erinnerungen haben Sie? Oh, noch die ist, also wenn ich jetzt drüber spreche, die ist sofort wieder da. Weil, wie gesagt, wir waren immer zusammen. Und das kann man sich oft gar nicht vorstellen, wenn du alles so miteinander teilst, auch die Kinder.
Und mein Sohn kam auch nach Hause und der hat immer so gute Noten geschrieben. Und dann sage ich, wenn du gut, da haben wir immer so Scherze gehabt. Und auf jeden Fall habe ich gesagt, ich kaufe ihm noch was. Und mein Mann kam rein und sagt, du Karin, ich gehe noch hinter, ich möchte dir eine Esche noch fällen. Und das ist eigentlich der Maria-Lichtmesstag. Das ist eigentlich ein Bauernfeiertag, wo man nicht arbeiten sollte. Und wir haben dann einfach auch noch so gescherzt und geschäkert, wo ich gesagt habe, boah, wie schaut's denn aus, Bauer, darf denn im Markt bleiben? Und es war alles noch so lustig, so schön. Ich mit die zwei Kindern noch schnell weggefahren, die Großen haben derweil Hausaufgaben gemacht, richtig toll. Meine Schwiegermutter ist aufs Kaffeekranzl gefahren, wir waren so richtig im Rhythmus. Und dann komme ich zurück und mein Schwiegervater hat mit der Hüfte Probleme gehabt. Und ich habe einen Opa noch nie laufen sehen. Und der Opa ist gelaufen und schreit nur nach, Karin, Karin, am Bepp ist was passiert. Und dann bist du im falschen Film. Ich habe die zwei Kinder einfach in den Eingang rein, habe meine Jacke ausgezogen, frag mich nicht warum, war 2. Februar, bin aus meinen normalen Schuhen raus, in Gummistiefel rein und ich wusste, es ist hinter unserem Fahrsilos. Und dann bin ich gelaufen. Ich bin gelaufen, ich glaube, ich bin noch nie so schnell gelaufen und dann habe ich meinen Mann auch schon liegen sehen und du kannst gar nicht reagieren. Also das ist ganz unwirklich auf einmal. Komplett im Schock ja. sozusagen. Und ich habe ganz, also dass mein Mann, dass wir zwei wieder so arbeiten können, dass so ist, wir haben einen Pakt voller Schutzengel. Was war denn passiert? Mein Mann hat eine Esche gefällt und hat die auch alles ordnungsgemäß, kommt ja auch die Polizei, wird ja alles nachkontrolliert, hat alles ordnungsgemäß gemacht, die Esche ist schon gelegen und beim Abasten dieser Esche ist die am letzten Drücker, ist die noch gesprungen, hat meinen Mann am Kopf erwischt und hat ihn den ganzen Hang runtergeschlagen. Also ist richtig dann runter? Der ist komplett den Hang runtergeschleudert worden, also am Kopf am getroffen. Kopf. Ja. Und was hatte er sich dann, was hatte er? Es hat, also mein Mann hat einen Herdblick dann wohl gehabt und also schwerste Kopfverletzungen. Also wirklich ganz schwerste Kopfverletzungen. Er war dann ja auch 6 Wochen im Koma. Im Koma, ja. Ja. Und Sie wussten wahrscheinlich auch nicht, da was... Da weißt du nicht, wie es ist, also... Ich muss wirklich dazu sagen, dass der schnelle Rettungsweg, muss man einfach auch nochmal Danke sagen, wie die Sanitäter, wie alle helfen, was die eigentlich Übermenschliches leisten. Ja. Und wäre mein Sepp in einem normalen Krankenwagen abtransportiert worden, dann wäre das Hirn warm geworden und dann wäre man halt in irgendeiner Behindertenwerkstatt oder sowas, wenn das überlebt hätte. Aber wenn ich mir das so vorstelle, auch was das für Sie dann erstmal bedeutet hat, ja, der Mann im Koma, Sie unter Schock, dann 4 Kinder, die ihre Mutter brauchen, 65 Milchkühe. 65 Milchkühe plus die komplette Nachzucht. Plus, ja, also, wir bewirtschaften 55 Hektar und haben 11 Hektar Wald. Wie haben Sie das überhaupt weiter geschafft? Ich würde jetzt mal sagen, im ersten Ding realisierst du es gar nicht. Mhm. Das war ein Dienstag, glaube ich, wo der Unfall war und wir... Wir bringen da immer Kühe am Zuchtviehmarkt. Das ist unser Zusatzeinkommen, wir brauchen das. Ich habe in derselben Woche am Freitag dann noch eine Kuh am Markt verkauft. Habe aber auch Glück gehabt, mein Schwiegervater zur Seite. Was passiert da in diesem Schockmoment? Ich glaube, das ist das gleiche Phänomen, wie wenn jemand stirbt, dass man dann noch funktioniert und die ganze Beerdigung organisieren kann. Entschuldigen Sie den harten Vergleich, Sie wissen, was ich meine. So. Da gibt es wirklich so einen Schock und Menschen sagen dann immer, ich habe nur noch funktioniert. Da gibt es so eine Ich-Instanz, nenne ich das mal psychologisch, die einfach weiß, was getan werden muss und die Gefühle ein bisschen beiseite schieben kann und arbeitet. Das ist ein heiler und sinnvoller erwachsener Ich-Anteil. Den haben wir alle. Im Schock funktionieren wir plötzlich. Ja. Also Gott sei Dank haben wir das, sonst wäre das alles zu Ende gewesen. Ja. Also Sie haben funktioniert, trotzdem, es war ja unheimlich viel. Ihr Mann war nicht mehr da. Ja. Wir reden ja auch über Beziehungen. Einerseits über die Beziehung mit Ihrem Mann, aber ja auch zu den anderen. Wer hat Sie da wie unterstützt in dieser Zeit? Also das muss ich sagen, das ist jetzt für mich im Nachhinein die schönste Liebeserklärung von sämtlichen Leuten. Wenn du auf einmal, wenn du quasi so in der Luft hängst und dann wirst du aufgefangen. Und zwar von so vielen verschiedenen Menschen. Also das fängt an bei meinen Schwägerinnen. Die eine ist sofort gekommen, war dann jede Zeit, wenn sie frei hatte, sofort bei Melken da. Die Rosemary hat das andere übernommen. Es war jeder da, da gab es keinen. Mei, da muss ich, nein. Dann, ich habe dann einen jungen Mann als Betriebshelfer bekommen, habe ich aber 14 Tage darauf warten müssen. In der Zeit, in 14 Tagen, es ist lange Zeit, ist vom Nachbarhof der Nachbar und der ist gleich alt mit meinem Sepp und die sind dann der Lebtag benannt. Er ist vom ersten Tag an da gewesen und hat zum Beispiel das Einfüttern übernommen oder bestimmte Aufgaben, die mein Mann einfach festgemacht hat.
wir haben, wenn du so einen großen Betrieb hast, natürlich auch eine normale Aufgabenteilung. Ich mit den Kindern, also mein Mann macht auch die Außenwirtschaft alles, das ist jetzt nicht mein Part. Mhm. Aber Entschuldigung, irgendwann lässt doch der Schock auch nach und dann kommen die Gefühle, die zu dem Ereignis gehören. Ja, ja, ja. Gab's aber das Stelle. Das geht dann schon leichter, wenn du einfach so viel Unterstützung hast. Wenn du nicht das Gefühl hast, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Aber Sie haben sich die Zeit auch für die eigenen Gefühle genommen und die auch mal zuzulassen? Oder haben Sie erst mal funktioniert? Also ich sage jetzt mal, ja. Also ich konnte zum Beispiel unser Schlafzimmer nicht mehr betreten. Mhm. Also das war ganz furchtbar. Ich bin einmal nur kurz nach dem Unfall hoch. Ich habe, wie so ein Dieb, habe ich mir mein Kissen, meine Decke geholt. Wir haben in der Küche so ein schönes Sofa. Mhm. Ja, da habe ich dann halt irgendwie, wenn ich ein bisschen schlafen konnte, habe ich halt da gehaust und dann habe ich halt den Speichel in der Früh wieder Ding. Aber das ist, nein, also, und die einfachsten Dinge gehen dir ab. Also, mein Mann wird mich schimpfen, wenn ich es erzähle, aber seit 20 Jahren nimmt er abends sein Getränk mit hoch und nimmt es morgens mit runter und dann stellt er das im Gang hin und ich tappel 3 Minuten später nach und dann nehme ich diese Flasche und ich räume sie dann auf in die Speise. Ist eigentlich was, wo du in der Ehe sagst, hallo, räum deine Flasche auf. Leck mich am Arsch, du stehst in der Früh auf und mir geht diese Flasche ab, bin schon wieder verheult. Also ich muss gestehen, ich habe natürlich schon bei den unmöglichsten Momenten geheult, weil er mir dann gerade schon wieder gefehlt hat. Aber dann hilft nichts, du musst dann schon wieder arbeiten und tun. Und wenn du dann aber Menschen um dich hast, die einfach sagen, du Kleine, ich mach schon. Vom Dorf ist eine gekommen, hat gesagt, ah, ich habe einen lieben Gruß von uns allen und wir schaffen das schon und hat einen Kuchen gebracht. Und so viele Details. Oder wenn du dann siehst, du bist nicht allein. Mhm. Irgendwann war er dann ja wieder da. Ja, also das war schön, aber das war natürlich dann schon ein langer Weg. Er war ja dann auch erstmal nicht der gleiche. Wie war das für Sie und auch für Ihre Beziehung? Man macht viele verschiedene Entwicklungsschritte durch, ja. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Also das ist dann, mein Mann war immer so ein riesenstarker Tiger und mit Bär und Fels in der Brandung. Mhm. Und auf einmal auch im Koma, wenn du dann jemanden so hilflos, so schwach siehst. Ich weiß, wo ich das erste Mal auf die Koma-Station gekommen bin in München-Schwabing. Ich hatte das Gefühl, sie haben einen Adler in den Wellensittichkäfig gestört. Da bricht dir das Herz. Mhm. Also meinen Mann so hilflos da zu sehen, also das muss ich schon sagen. Also das war dann schon Phasen. Und dann war es wieder so schön, eine andere Frau, die auch ihren Mann, der im Koma hat, dann bist du halt draußen gesetzt, dann habe ich es zugelassen, mich auch auszutauschen. Ja? Du musst auch mal zulassen oder traurig sein. Dann kommen halt diese ganz verschiedenen Entwicklungsphasen. Ja, aber es entwickelt sich. Wie geht's ihm denn heute? Da habe ich ihn gestern Abend noch gefragt, weil ich mir gedacht habe, das ist schwer zu beantworten. Und er hat gesagt, sagt er, Kain, du darfst ehrlich antworten, wenn es jemanden am Kopf trifft, bist du nicht mehr derselbe und es ist so schwierig, weil man es nicht sieht. Mhm. Also wenn dann viele oft sagen, Mai, schaust du wieder gut aus, geht's dir gut? Diese Unfallfolgen sieht man nicht. Mhm. Die sind auf einem ganz anderen Level und jeder, der mit Schädel-Hirn-Trauma dritten Grades zu tun hat, weiß, dass das ein sehr, sehr schwerer weiterer Weg ist, wo auch keine Heilung, es gibt da keine Wunderheilung. Der Kopf ist erschlagen und du musst einfach mit schon verschiedenen Defiziten klarkommen. Wie geht's Ihnen heute? Mir? Ja. Mir geht es gut, weil, also ja, mir geht es sogar richtig gut. Schön. Weil ich eigentlich dadurch gelernt habe, wie dankbar man sein muss. Mhm. Nichts ist selbstverständlich und es sind so viele schöne Momente, wo ich mir denke, ja, es ist so schön, ich kann das so genießen und ja. Wenn Sie vergleichen, hat sich die Beziehung zu Ihrem Mann geändert? Es ist ja nicht mehr der gleiche Mensch, haben Sie gesagt. Ja, was bedeutet das in der Beziehung für Sie? Ja, es hat sich geändert. Aber ich glaube, dass jede Beziehung sich im Laufe der Zeit verändert. Ja, aber nicht in dieser besonderen und so massiven Art, so mit so einem Punkt beginnt. Also für meinen Mann war es bestimmt nicht immer einfach, mich auf einmal als die dominante Person zu haben. Zum Beispiel. Du wirst ja dann schon, wenn du die ganze Zeit stark bist und machst und tust und Entscheidungen triffst, ist ganz klar, machst du das weiter. Mhm. Also es ist nicht überall Friede, Freude, Eierkuchen. Und man macht dann schon verschiedene Phasen durch, wo man sich einfach wieder neu zusammenrauft. Aber genau. Selbst wenn Sie diese Phasen erlebt haben, ich glaube, Sie strahlen diese Kraft aus. Ja. Wir können wirklich nur hoffen, dass es Ihnen, Ihrer Familie, auch dem Hof weiterhin so gut geht und dass Sie allen Stürmen weiterhin so standhalten. Und ja, dass Sie mit dieser Energie auch weiter durchs Leben gehen. Ja, wir haben, und was meinen Mann unglaublich Kraft gibt oder auch mir,
dass wir jetzt auch diesen hohen Arbeitsaufwand noch bewältigen, ist, dass unser Sohn weitermacht. Aha. Und ich glaube mal, das ist jetzt einfach mal ohne Bauernklischee zu sein, aber wenn es natürlich am Burm hast und dann macht er im Hof weiter, das ist wahrscheinlich die beste Medizin. Ja. Zu Ihnen, Herr Kamps, Sie haben eine völlig andere Form eines Stresstests erlebt. Sie haben in Ihrem Leben irgendwann einmal 3,5 Jahre nicht gesprochen. Und zwar nicht, weil Sie es nicht wollten, sondern weil Sie es einfach nicht konnten. Wenn wir noch mal zurückschauen, Sie sind ja aufgewachsen, Sie hatten auch, ich glaube, 2 Jahre jüngeren Bruder. Haben Sie schon immer gemerkt, dass Sie in der Hinsicht, was das Reden mit anderen angeht, ein bisschen anders sind als andere Kinder, als andere Leute? Wie war das? Ja, also ich meine, ich habe ja Heiligabend 2010 ganz aufgehört zu sprechen. Mhm. Aber auch davor war es so, dass ich zwar mit meiner Familie ganz normal gesprochen habe, aber wenn es zum Beispiel im Kindergarten war oder in der Grundschule, dann habe ich da eigentlich wenig bis gar nicht gesprochen. Also, aber da denkt man wahrscheinlich, na ja, da ist jemand ein bisschen schüchtern oder so, oder das ist eben so in einer fremden Umgebung. Aber dann haben Sie gesagt, ab diesem Heiligabend 2011 war es dann anders. Welche Erinnerung haben Sie noch an diesen Heiligabend? Sehr wenige, war einfach alles sehr stressig, weil es sehr schnell ging. Ja. Ich meine, das hört sich jetzt komisch an, aber ich bin wirklich morgens aufgewacht und konnte irgendwie nicht mehr reden. Ja. Ich meine, dann war natürlich ich verzweifelt, meine Eltern waren verzweifelt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater etwas wütend war, aus Verzweiflung. Weil er dachte, warum, das macht er jetzt? Genau. Mhm, ja. Und ich glaube, irgendwann habe ich dann aufgeschrieben, ja, ich bin traurig, weil ich nicht reden kann. Genau. Haben Sie dann geweint oder wie war das, wenn Sie so verzweifelt waren an diesem Tag? Ja, ich denke, ich habe auf jeden Fall geweint. Ja, und wie ist das dann weitergegangen? Also auch als Sie diesen, sagen Sie nochmal diesen Satz, was haben Sie genau gesagt? Ich bin traurig, weil ich nicht reden kann. Weil ich nicht reden kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Vater, ich bin Mutter und lese das, wie haben Ihre Eltern dann darauf reagiert? An dem Tag und an den Tagen drauf? Naja, also wie gesagt, mein Vater zum Beispiel, er war halt vor allem anfangs einfach wütend, jetzt gar nicht mal wütend auf mich, aber einfach, weil es so war. Mhm. Ich glaube auch, ich meine, meine Mutter, mein Vater waren natürlich beide so ein bisschen verzweifelt, wussten nicht, was los war. Aber ich glaube, gegenüber meinem Bruder und mir waren die, haben die sich sozusagen alltäglich verhalten und haben das jetzt entfernter von uns quasi besprochen. Mhm. Man muss dazu sagen, Sie sind immer noch eigentlich in einer Situation, wo Sie sagen, ich rede nicht unbedingt gerne in jeder Situation. Und trotzdem sind Sie hier in dieser Gesprächsrunde, was wir alle ganz toll finden. Das muss man auch mal sagen. Warum ist Ihnen das wichtig, heute auch hier zu sein? Wichtig natürlich einmal, weil das Thema Mutismus einfach ziemlich unbekannt ist. Das heißt, ich muss das jedes Mal neu erklären, wenn ich Personen begegne, was jetzt nicht schlimm ist, aber es ist einfach so. Ja. Ja, und natürlich einfach auch für mich, ja. Weil ich noch nie in so einer Talkshow war. Und ich finde es einfach ziemlich cool, hier zu sein, diese Herausforderung zu haben, ja. Und über das Thema zu erzählen. Dann reden wir einfach weiter und steigen da tiefer ein. Ich stell mir vor, es war Heiligabend, wie gesagt, die Eltern noch ein bisschen ratlos. Irgendwann haben sie dann ja wahrscheinlich erfahren, was es ist. Es wurde sogar auch mal erst eine Therapie vorgeschlagen, dass sie getrennt werden sollten von den Eltern, haben die aber gesagt, das wollen wir nicht. Wie ist denn dann ihr Leben weitergegangen? Erstmal ganz normal. Also ich meine, in der Schule habe ich ja sowieso eigentlich gar nicht gesprochen. Und innerhalb der Familie gewöhnt man sich eben dran. Dann schreibt man halt Dinge auf, man macht Zeichensprache, man zeigt irgendwelche Dinge an, die man haben möchte. Ich meine, das ging irgendwie. Und in der Schule zum Beispiel habe ich dann einfach auch Sachen aufgeschrieben, wenn ich irgendwas zu sagen hatte. Aber die Lehrer wussten und die Lehrerinnen wussten schon Bescheid? Ja. Und wie lief das dann mit mündlichem Unterricht und so? Und mündlicher Beteiligung, meine ich? Also mündlich war ich nicht bewertet, aber ich habe mich eben schon irgendwie beteiligt und Sachen aufgeschrieben. Oder wenn es so Ja-Nein-Fragen waren, konnte ich halt nicken oder Kopfschütteln. So ging das dann eben. Oder meine Freunde haben teilweise auch dann für mich Dinge gesagt. Gab es denn auch Lehrer oder Lehrerinnen, die da ein bisschen komisch drauf reagiert haben? Also die allermeisten, die waren wirklich sehr nett und haben gut reagiert. Es gab nur so ein, zwei, die einfach am Anfang, die das einfach nicht kannten. Und die dann waren, ja, aber der Max, der kann auch für sich alleine sprechen. Und ich saß dann, nein, ich kann das nicht.
Das war anfangs ein bisschen stressig, aber auch das ging dann, als sie es dann verstanden hatten. Und wie war das dann mit den Freunden? Ich meine, sie hatten ja bestimmt so ihren Freundeskreis. War das für die dann, weil sie sagten, es ging ganz normal, war es für die denn okay, dass sie dann auf einmal nicht mehr gesprochen haben? Oder konnten sie weiter Spaß haben wie vorher? Auf jeden Fall. Ja? Also ich meine, als ich in die Grundschule kam, hatte ich einen Paten, mit dem ich mich dann ganz schnell angefreundet habe. Mhm. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich konnte Dinge aufschreiben mit Zeichensprache. Mhm. Und vielleicht hört sich das jetzt komisch an, aber als ich dann in die vierte Klasse oder so kam, habe ich so einen Homepage-Baukasten entdeckt und habe da einfach so eine kleine Internetseite für unsere Klasse erstellt. Damit kann man ja auch dann kommunizieren. Mhm. Und zum Beispiel chatten ging ja auch dann. Also Sie haben Ihre Wege gefunden. Ja. Und ist es aber trotzdem so, man merkt auch in unserer Sprache selbst, wie wichtig das Sprechen manchmal ist. Wenn sich zum Beispiel zwei Menschen gestritten haben, dann sagt man ja auch sehr gerne, sprecht euch mal aus, redet miteinander. Wie war das? Wie gesagt, Sie hatten 2 Jahre jüngeren Bruder. Wie haben Sie dann gestritten? Wie haben Sie sich auch wieder versöhnt? Ach, das ging schon irgendwie. Ja. Ich meine, einen Streitgrund kann man auch finden, ohne zu reden. Mhm. Das ist wohl wahr. Was? Dann vielleicht mal in eine andere Richtung gefragt, weil Sie sagen, so vieles war ja auch, lief einfach weiter. In welchen Situationen hat Ihnen das Sprechen auch gefehlt? Gefehlt natürlich dann, wenn ich neue Personen kennengelernt habe, die das einfach nicht wussten. Oder wenn ich zum Beispiel ein Eis bestellen wollte, das ging ja nicht. Da musste ja immer ein Freund oder meine Mutter oder mein Vater oder so dabei sein. Mhm. Ja, also Situationen einfach, die fremd waren mit Personen, die das nicht kannten und wo ich dann nicht so wusste, was ich tun soll. Wie verbreitet ist Mutismus? Relativ verbreitet. Mhm. Also gerade ein selektiver Mutismus, das heißt Kinder, die im Kindergarten nicht sprechen, aber zu Hause. Das, so totaler Mutismus ist eher selten. Mhm. Das ist schon beeindruckend. Haben Sie irgendeine Idee entwickeln können in einer Therapie, was Ihre Hintergründe, Ihre... Oft sagt man, das ist eine Reaktion, die aus Angst kommt oder aus Milieubedingungen oder was weiß ich. Da gibt es so ganz grobe Kriterien. Aber es ist ganz spannend, weil man die nicht so eindeutig sagen kann, das ist weil. Haben Sie eine Idee, wie das bei Ihnen entstanden ist? Nein, also ich meine, ich habe halt wirklich schon immer wenig gesprochen. Mhm. Aber warum das dann von jetzt auf gleich gar nicht mehr war, das weiß ich auch nicht. Ja. Wie wichtig ist denn dann das Umfeld? Also auch wenn Leute jetzt ungehalten sind oder ungeduldig, wie Sie sagen, wenn man sich nicht auskennt, die sagen, ach, warum redet er denn nicht? Mit einem entsprechenden Umfeld, einem akzeptierenden und wohlmeinenden Umfeld, ist da in diesem Umfeld wäre es ja möglich, wie Sie das auch gemacht haben, andere Formen der Kommunikation zu finden. Mhm. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass sich der Mutist in dem Fall im Umfeld wohl und geborgen fühlt und sicher fühlt. Also Ungeduld oder beschimpft werden oder wie du kannst doch für dich selber sprechen. Das ist ganz, es macht härter und es verstärkt die Symptomatik. Hatten Sie denn immer selbst den Wunsch, eigentlich wieder zu sprechen in dieser Zeit? Ja. Ja? Und wenn Sie geweint, ich frage viel, weil man ist ja neugierig. Ich habe sowas auch noch nicht oft gehört oder noch nicht mit vielen Menschen gesprochen. Wenn Sie jetzt geweint haben oder gelacht haben, war das dann ein stilles Weinen oder war das... Nein, also da meine Logopädin hat mich auch mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass ich immer mit Stimme gelacht oder geweint habe. Und was ja auch ein Zeichen dafür war, ich konnte reden. Ich hatte einfach nur Angst davor. Also die Hoffnung war eigentlich immer da, dass es bald wiederkommt. Ja? Wie haben Sie dann mit der Logopädin gearbeitet? Was hat die gemacht? Es gab so 1-2 Situationen, da hatten wir so eine Art Vertrag. Wenn ich jetzt das und das mache, dann, ich glaube, einmal habe ich so einen Kugelschreiber oder so bekommen. Anfangs war es so, dass es darum ging, irgendwelche stimmlosen Laute zu machen, wie so ein T oder so. Ja, aber genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Irgendwann waren Sie im Urlaub und dann haben Sie gemerkt, da kommt wieder was. Das erzählen Sie mal. Das ist jetzt natürlich super. Ja? Also, ja, das war der Sommerurlaub 2014. Kurz vorher war es so, dass meine Logopädin auf den Jakobsweg gegangen ist. Mhm. Da meinte sie zu mir, ja, such dir doch mal einen Stein da vor der Praxis aus, den ich da ablegen kann. Dann habe ich einen ziemlich kleinen Kieselstein genommen.
Und als sie wiederkam, meinte sie, sie hätte ihn abgelegt, aber wenn meine Last so klein ist, dann können wir die Therapie dann auch beenden, was wir auch gemacht haben. Dann sind wir in den Sommerurlaub gefahren nach England. Da war eben, ich glaube, ziemlich oft das Thema, wenn ich wieder anfange zu sprechen, bekomme ich ein Handy. Oh, großer Anreiz offensichtlich. Ja. Ja. Genau. Und dann war ich mit meiner Mutter abends geocachen. Mhm. Und da ging das halt so langsam los, dass ich irgendwie anfangs Piep gesagt habe oder Hallo oder einfach so kurze, kleine Laute. Und Ihre Mutter, die war doch bestimmt, habe ich das richtig gehört? So? Ehrlich gesagt war mir das auch ziemlich wichtig, dass eben nicht der Fokus darauf liegt, dass ich rede, sondern dass das quasi für mich ist. Und da hat sie auch okay. Ziemlich gut reagiert. Sehr gut. Also, dass es gleich so eine Selbstverständlichkeit bekommt. Ja, also schon, ja. Oder zumindest, dass es nicht alles so sich auf sie konzentriert. Ja. Wie war Ihre Stimme dann? Wie hat sie sehr hoch. Sehr hoch. Also ich weiß noch, anfangs war ich sehr heiser. Mhm. Und dann ja, hat sich das mit der Zeit so ein bisschen... Wie war das dann in der Schule? Also in den Sommerferien habe ich dann mit meinem Klassenlehrer telefoniert und mit ihm abgesprochen, wenn ich wieder in die Schule komme, kündigt er an, ich rede wieder, aber bitte geht jetzt nicht auf Max zu und sagt, jetzt rede doch mal bitte. Und das war eigentlich auch ganz gut. Also es hat niemand darauf gewartet, dass ich wieder anfange zu reden, sondern ich habe das so nach und nach gemacht und mich dann noch im Unterricht gemeldet nach einiger Zeit und dann ging das auch so langsam los. Also war das dann am Anfang noch so ein bisschen eine Überwindung? Oder? Ja. Also die ersten Male habe ich total gezittert in der Schule. Aber das lässt dann auch nach, ja. Oder? Ist heute manches auch schwerer als in der Zeit, als Sie gar nicht gesprochen haben? Also, dass man vielleicht jetzt auch wieder mehr von Ihnen erwartet in gewisser Weise? Ja. Ja? In welchen Situationen? Ich meine, jetzt ist es im Unterricht so, ich muss selbst sprechen. Vorher konnte ich das zumindest noch irgendwie aufschreiben und formulieren und das konnte vorgelesen werden. Das ist so eine Herausforderung, aber ich meine, es ist ja auch gut so, dass es so ist. Ja, also vorher war es halt so, dass Freunde oder dass meine Eltern mir auch ein bisschen was abgenommen haben, das muss ich jetzt einfach selbst machen. Eis bestellen zum Beispiel. Was gehört dazu, wieder so neu in so ein Leben zu starten, auf eine andere Art und Weise, wenn man so will? Also sowas wie diese Mutprobe, das ist ja oft schon am Ende einer Entwicklung. Ja. Überhaupt hier zu sein, das finde ich einfach grandios. Ja. Das andere ist, es braucht ganz viel Zeit und Geduld, auch mit sich selbst. Es ist ja, dieser Mutismus ist oft verknüpft mit Symptomen wie Angst und Vermeidung, logischerweise. Und da immer so ein bisschen über die Grenze gehen, aber nicht zu viel, um nicht wieder rückfällig werden zu können, weil es zu viel, weil die Angst zu groß wird. Deswegen, da braucht eigentlich auch ein bisschen Begleitung, so ein ganz schmaler Weg. Wenn Sie so die Ängste ansprechen, haben Sie heute noch manchmal so Angst vor irgendwas? Vom Reden, ja. Ja, vom Reden, deshalb, manchmal ja, immer noch. Geht's. Ja. Und ist es dann wieder genauso der Punkt, so einen Impuls zu geben, ja, ich gehe hier heute hin. Ja, ich mache das einfach. Ja, also ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, dass man sich immer wieder dazu überwindet, zu reden, Dinge zu machen. Ich meine, ich war ja zum Beispiel mal vor 2 Jahren oder so stellvertretender Schulsprecher. Da gab es dann irgendwelche SV-Sitzungen mit ein paar Leuten, die vor einem saßen. Da weiß ich noch genau, bei den ersten Sitzungen war ich total aufgeregt, habe viel zu schnell gesprochen, viel zu hoch gesprochen. Aber bei solchen Dingen war es für mich zumindest ganz gut, das einfach immer wieder zu versuchen, immer wieder über diese Hürde zu gehen. Und dann wurde es auch mit der Zeit besser. Und, ja. Und diese Angst, ist die dann in dem Moment vielleicht auch irgendwas falsch noch zu machen oder sowas? Oder was ist das für eine Angst dann? Ich würde schon sagen, also es sind ja alle Blicke auf einem. Ja, jetzt gucken wir sie auch schon wieder. Ja, 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 stimmt. Und ich glaube, das ist schon die Angst, dann irgendwelche falschen Gesten zu machen, irgendwas Falsches zu sagen, was man nicht mehr rückgängig machen kann. Ich denke schon, das ist es. Und umgekehrt, was lieben Sie auch daran, jetzt wieder zu sprechen? Naja, dass ich das selbst machen kann. Also es müssen keine Freunde mehr für mich sprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person kennenlernen möchte, dann kann ich einfach auf diese Person zugehen und sprechen. Oder im Unterricht, wenn ich irgendwas zu sagen habe, kann ich mich melden und das sagen. Oder auch hier kann ich über den Mutismus reden. Und das
finde ich sehr gut. Was ist da, wenn Sie so wollen, Ihre Botschaft? Was wollen Sie transportieren zum Mutismus? Was ist Ihnen wichtig, den Leuten auch zu sagen? Naja, also für mich zumindest war einfach immer wichtig, nicht aufzuhören und die Dinge immer wieder zu probieren, selbst wenn es total nervig ist, das ist es wirklich. aber eben zum Beispiel auf SV-Sitzungen immer wieder was zu sagen, wenn, sollte man so eine Anfrage hier für einen Talkshow bekommen, die anzunehmen. oder überhaupt, wenn man Leute kennenlernen möchte, auf die Leute zuzugehen und das zu machen und selbst aktiv zu werden und nicht darauf zu warten, dass andere auf einen selbst zukommen. Ich bin sicher, die Botschaft kommt bei denen an, die das gleiche Thema haben wie Sie. Und ich glaube, die freuen sich sehr zu sehen, dass Sie die Sprache so gefunden haben. Und nochmal von uns allen, also wirklich höchsten Respekt, dass Sie hierher gekommen sind. Ganz wunderbar, dass Sie da sind. Ja, und alles Gute weiterhin. Danke. Herr Masch, wir kommen wieder zu einer ganz anderen Dimension von Stresstest. Sie sind in einem weiblichen Körper aufgewachsen. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie sich in diesem Körper und in dieser Identität nicht zu Hause fühlen? Oh, das war ganz früh. Ich glaube, da war ich so 4, 5. Also ich war auf jeden Fall noch nicht in der Schule und erinnere mich an eine Situation mit meiner Mutter im Auto, wie wir bei uns durch den kleinen Ort fuhren. Und ich sagte, Mama, und ich muss irgendwas gesagt haben, wie hättest du auch lieber einen Pimmel? Und meine Mama hat gesagt, wichtig ist, dass man mit sich selber froh ist. Völlig unabhängig davon, was man da hat. Und sie wollte mich stärken, sie wollte mir Power geben, dass ich, also meine Mama, es hat auch viel für feministische Rechte getan und das war ihr natürlich super wichtig, eine starke Tochter zu haben. Mhm. Und da hat sie auch ganz viel für getan. Bei mir ist es trotzdem falsch angekommen. Ich habe nämlich dann gedacht, ich muss mit mir froh sein, sonst stimmt was nicht mit mir. Mhm. Und dann sagte meine Mutter mal, also komm, das konnte ich jetzt aber nicht wissen. Ich sag ja, nein, das konntest du nicht wissen. Das zeigt, wie schwierig es ist, Kinder zu erziehen, weil was die verstehen wollen, verstehen sie. Wie ging das denn weiter, wenn Sie sagen, Sie wussten das schon so früh, das mit mir froh sein, das ist ja zum Beispiel dann in der Pubertät für fast alle nicht so leicht. Wie ging Ihnen das da? Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, ich erlebe es aber oft, dass Transpersonen in der Pubertät es dann noch viel schwieriger haben, weil sie einfach... Der Körper entwickelt sich in eine Richtung, die sie nicht wollen. Also man hat das Gefühl, ich hatte das Gefühl, jeder Tag, der vergeht, geht in die falsche Richtung. Und dadurch halt unheimlichen Druck und eine starke Belastung, die dadurch dann entsteht. Sie haben Ihren heutigen Mann Fabian kennengelernt, da waren Sie so 16, 17. Erzählen Sie? 15. Ach, 15. Ja. Ja. Dann erzählen Sie mal, wie haben Sie sich kennengelernt? Das Verrückte ist, dass wir uns im Grunde schon ewig kannten und sogar gemeinsame Freunde hatten. Mhm. Also er ist sitzen geblieben in die Klasse, in der ich vorher war, bevor ich sitzen geblieben bin. Also es ist irgendwie, es hat sich immer wieder überkreuzt, aber wir sind uns nicht begegnet, gedanklich nicht. Wir waren immer auf der gleichen Schule, also verrückt. Aber wir haben so aneinander vorbei und dann haben wir uns auf einer Feier abends von einer gemeinsamen Freundin kennengelernt. Und also ich kam rein, da war so ein Partyzelt aufgebaut in der Einfahrt. Und da habe ich ihn gesehen, habe gesehen, das war so ein bisschen wie das, was du eben auch beschrieben hast. Ich habe ihn gesehen und habe gesagt, oh, wie es wohl ist, den zu küssen. Da habe ich gedacht, das habe ich noch nie gehabt, mein ganzes Leben nicht, auch nicht wieder, nur da. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich den jetzt kennenlernen. Wer weiß, wo der herkommt, weil mir ja überhaupt nicht bewusst war. Und wer weiß, ob der aus dem Nachbarort kommt. Man hatte ja 15. Ich hatte keine Möglichkeit, in irgendwelche Nachbarorte zu kommen, gefühlt. Also musste ich ihn mir schnell sichern. Und das haben wir dann so gemacht. Haben Sie ihn denn, weil Sie ja das schon länger in sich getragen haben, haben Sie ihm dann auch angedeutet, dass Sie sich ja eigentlich eher als Junge oder als Mann sehen? Also ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir so eine Woche zusammen. Dass ich das Gefühl hatte, ich kenne ihn schon ewig. Weil wir haben das ja an dem Abend dann noch besiegelt, das hat also geklappt. Und dann ist er eine Woche in Urlaub gefahren. Und dann das war ganz schlimm, weil man sich sofort fürchterlich vermisst hat. Und dann, als er dann wiederkam und dann eine Woche später, da war es wirklich, dass ich dachte, ich kenne ihn schon ewig. Ich kann alles mit dem besprechen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich mich eben so fühle. Und es war für mich aber kein großes Outing, sondern es war einfach ein Fakt, denn irgendwie die Menschen um mich rum, vor allen Dingen meine FreundInnen, wussten das, weil ich das
Also die waren jetzt nicht überrascht, als ich dann irgendwann gesagt habe, du, ich glaube, ich bin ein Transmann und ich glaube, ich werde transitionieren. Und dann haben die gesagt, ja, ach, große Überraschung. So, und das war... Aber hat Ihr Freund das damals verstanden, was Sie ihm da gesagt haben oder angedeutet haben? Also ich möchte ihm unterstellen, ja. Ich glaube, ja. Wie haben Sie denn damals ausgesehen? Erzählen Sie mal, so, nur so, dass wir uns Sie als Paar vorstellen können. Das war... glaube ich, mein Riesenglück, weil er war natürlich eigentlich auf der Suche nach einer Frau, also nicht natürlich, aber er war auf der Suche nach einer weiblichen Partnerin. Ich hatte wenig vorher, ich war fürchterlich verliebt in einen Klassenkameraden, ganz, ganz lange. Das war der Heilige. Und dann hatte mein bester Freund gesagt, da musst du mal anfangen zu laufen und zu sitzen wie ein Mädchen, da musst du mal reden wie ein Mädchen, da musst du dir mal ein bisschen Mühe. Und ich hatte gerade trainiert und hatte dann entschieden, ich kaufe mir jetzt Frauenklamotten. Und hatte das gemacht. Und ich war so in der beginnenden Überkompensation. Also ich bin jetzt eine Frau, verdammt noch mal. Und in der Phase habe ich ihn kennengelernt. Das heißt, ich hatte noch nicht so lange Haare, aber so vielleicht. Und hatte so die... Das, damals war Fishbone ganz heiß von New York. Also was hatte ich an? Es war sehr wild. Und mega die Rolle, die ich einfach gespielt habe. So, aber... Also wenn Sie in dieser Richtung unterwegs waren, das andererseits gespürt haben, haben Sie denn dann überhaupt diese Möglichkeit im Kopf gehabt, damals, zu Beginn noch relativ, dass Sie irgendwann mal auch als Mann leben können? Ja, das ist ja das Verrückteste überhaupt. Ich sage ja immer, ich bin nicht Generation Google, das kam erst kurz nach mir. Ich hatte nie, also heute würde ich sagen, google das doch mal. Ich fühle mich falsch oder ich fühle mich wie ein Mann. Also. Und das Einzige, was ich wusste, war, also ich komme aus einem sehr toleranten und offenen Elternhaus. Ich wusste, es gibt Menschen, die sich als Frauen fühlen und sich entsprechend verändern. Das war das Einzige, was ich wusste. Und dass es das auch in der anderen Richtung geben könnte oder eben in einer, überhaupt in eine andere Richtung, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das ist völlig ausgeblendet. So, ja. Verdammt noch mal glücklich mit mir. Und das war so das Thema. Und als ich dann, irgendwann gab es so einen Schlüsseltag, wo ich eine Transfrau kennenlernen durfte, die dann irgendwann gesagt hat, sag mal Daniel, warum fragst du mich? Also sie hat natürlich meinen alten Namen benutzt, klar, aber sie sagt dann, warum fragst du mich das alles? Warum? So, du löcherst mich jetzt seit anderthalb Stunden. So, ich dachte, weil ich so ein offener Mensch bin. Mich interessiert das einfach. Naja, und dann sagte sie, natürlich gibt es das auch. Also, es gibt auch Transmänner. Ich sage, es gibt Transmänner. Ist das aufregend? Und was machen die so? Und kennst du welche? Ja, sagte sie, sie kennt welche. Und das war so ein, oh mein Gott, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und als Sie sie dann kennengelernt haben, und das scheint ja was Prägendes gewesen zu sein, was hat sich dadurch verändert? Haben Sie sich dann verändert, optisch, von dem, wie Sie sich gefühlt haben, von dem, was Sie getan haben? Also erstmal war es so eine völlige Euphorie, dass ich gedacht habe, ich möchte unbedingt ganz schnell alles auf einmal, alle Hormone der Welt und so ein, aber ist auch egal. Und es sollte also ganz schnell gehen und das war auch, für mich war es eine super heiße Phase mit Erlösungsgefühlen. So, ne? Endlich gibt es Hoffnung, ich weiß jetzt, was ich machen soll, ich weiß jetzt, dass es etwas gibt, was ich tun kann. Also Sie hatten ja auch mal eine Zeit mit psychosomatischen Problemen, auch mit Depressionen. Wie sehr war das so eine zerbrechliche Geschichte? Also so zwischen Euphorie, da erkenne ich was, aber trotzdem auch zwischen so anderen Seiten, Ängsten oder was auch immer? Also ich glaube, Menschen, die transitionieren, tun das. Es gibt Leute, die transitionieren sehr spät und das hat einen Grund. Das hat dann einfach den Grund, dass es vorher irgendwie noch nicht gepasst hat. Also ich muss ja in mir drin so weit sein, dass ich sage, so dies ist die Identität, die ich bisher gelebt habe und jetzt will ich aber eigentlich meine echte Identität zeigen und jetzt nehme ich die und krempel das um. Das braucht viel Mut, weil das, ich stelle mich und das, was ich bisher gelebt habe, voll in Frage. Und deswegen, für mich war es ja Mitte 20 dann im Endeffekt, dass ich gesagt habe, so, okay, da, den Weg muss ich irgendwie, aber der richtige Triggerpunkt war eigentlich die Hochzeit. Weil, erzählen Sie? Weil ich gesagt, also ich hatte als Kind, habe ich diesen Robin Hood-Film mit Kevin Costner, den fand ich so toll und ich fand ihn so toll und ich wollte so gern so sein wie er. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich schon heiraten muss, also wir wollten total gerne heiraten, wir waren schon lange zusammen und wir hatten Bock da drauf. Sodass, aber dieses, wenn ich schon die Braut sein muss, dann will ich so, wie das da war
Und die Braut in dem Film hat so einen ganz tollen Kranz mit so Ehren und Kornblumen. Wir sehen gerade ein Foto hier. Und ich habe dann auch so einen bekommen. Das war mir ganz wichtig. Aber es war im Endeffekt so, dass ich, je näher dieser Tag rückte, wo ich diese weibliche Rolle haben sollte, an einem Tag, der mir eigentlich sehr wichtig war, dass es immer mehr knirscht und knirschte. Und ich, also meine Hauptproblematik war, dass ich unheimlich licht- und sonnenempfindlich war. So stark, dass ich im Sommer also auch Panikattacken hatte, weil es so hell und so warm und ich kriegte fürchterliche Kopfschmerzen davon und Schwindel und so. Und ich, je näher die Hochzeit kam im Juli, desto schlimmer wurde das. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. Ich muss schon vor der Hochzeit meine Haare abschneiden und Männerklamotten tragen. Also wir hatten uns im Februar, hatte ich diese Person kennengelernt und im Juli sollte ich heiraten. Und in der Zwischenzeit habe ich dann entschieden, es geht überhaupt nicht mehr. Und habe dann 2 Wochen vor der Hochzeit meine Haare abgeschnitten. Meine Mutter sagt, nein, wallendes, langes Haar zur Hochzeit, was tust du denn? Dann habe ich mir einen Schleier genäht, dass man es nicht so sieht. Und danach, also das, Sie haben ja gesagt, da ist bei Ihnen schon was aufgebrochen, da ging es weiter. Ihr Mann hatte dann aber auch eine Phase, wo er sich noch erstmal neu sortieren musste. Was ist in ihm nach der Hochzeit dann vorgegangen? Also es war so, dass natürlich haben wir uns ganz viel unterhalten und geschaut, kann er sich das vorstellen? Ne? Er hat sich immer in einer Hetero-Beziehung gefühlt. Ich habe mich schon immer schwul gefühlt, das wusste er, aber nach außen hin war es ja nicht so. Und die Änderung jetzt, wenn ich eine Transition mache, dann wird er in einer schwulen Beziehung sein. Was erstmal jetzt nicht das Riesendrama war für ihn, aber es war halt einfach eine ganz andere Identität für ihn. Also es ist ja ein Teil meiner Identität, ist meine Beziehung und meine Familie. Und dann in einer schwulen Ehe war, wohlgemerkt vor der Homo-Ehe, war für ihn ein Neufindungsprozess. Und er hat dann nach der Hochzeit sich die Zeit genommen und ist eine Woche weggefahren und hat sich geklärt und hat halt geguckt, so, okay, was bedeutet das jetzt für mich und wie will ich damit umgehen? Ich meine, er ist ja wahrscheinlich immer noch hetero, wenn man das so will. War dann einfach die Liebe in Sie das Ausschlaggebende oder wie würden Sie es bezeichnen? Also er hat mal gesagt, er ist Daniel sexuell. Okay. Das sagt's ja eigentlich. Ja, es war wirklich die Liebe in mich. Also wir beide, wir waren halt so und das hat gehalten. Aber sind das die Themen, die dann in dieser Konstellation auch häufiger dann da sind? Ja, natürlich. Ja. Also man sagt so grob, in der Regel bleibt das Begehren, das sexuelle Begehren dasselbe. Das heißt, ihr Mann hätte eigentlich eine Frau gewollt. Und ich habe schon gedacht, der hat mindestens genauso eine Heldenreise hinter sich wie Sie. Das ist mir nicht so bewundernswert. Mhm. Er muss also alles in Frage stellen, in seinem Leben genauso sein. Ideal von Familie. Sie haben ja noch ein Kind gekriegt, das also ein Stück noch erfüllen können, das Ideal. Und dann geht es ganz anders weiter. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das ist ja so. Sie sagen das so nebenbei, Sie haben auch noch ein Kind gekriegt. Achso, wie war das? Nee, natürlich, natürlich. Nee, das aber ist ja ein spannender Punkt. Ja, haben Sie das denn schon immer im Kopf gehabt, Sie beide? Also als ich ihn kennengelernt habe, ich weiß noch, wie gesagt, er ist ja eine Woche weggefahren und dann habe ich ihn vom Bahnhof abgeholt. Und auf dem Rückweg vom Bahnhof hat er gesagt, die Familie Masch muss weiter existieren, so im Spaß. Ne? Und da habe ich schon gedacht, oh, um Himmels Willen, okay, müssen wir mal sehen, ne? Reden wir dann noch mal drüber. Aber es war dann wirklich, als er dann kam, nach der Hochzeit, haben wir dann drüber gesprochen. Für ihn war von Anfang an klar, er würde nicht gehen. Er muss sich nur finden. Das war mir nicht so ganz klar. Andere machen eine Hochzeitsreise. Ich saß allein zu Hause und hatte Angst. Und dann kam er und sagte dann, für ihn wäre das Einzige, was er sich wirklich wünschen würde, also nicht mit Pistole auf der Brust, oder so, sondern was er sich wünschen würde, wäre, dass wir noch ein Kind bekommen. Und ich bin ein sehr pragmatischer Typ und habe gesagt, gut, dann wir haben ja alles da. Das klingt jetzt sehr viel einfacher, als es war. Aber ich habe dann gesagt, das machen wir noch. Und als Sie dann schwanger waren? Das war das Coolste, was man sich vorstellen kann. Auch als der Bauch, so, das war alles, hat sich alles stimmig angefühlt. Ich bin gut im Verdrängen. Mhm. Gleichzeitig fand ich von Anfang an, also ich hatte von Anfang an so viel Lust auf dieses Kind. Ich fand den, also wusste ich ja noch nicht da, aber ich fand dieses Kind so klasse.
Schon als ich das erste Mal den Herzschlag hören durfte, war ich so verliebt, dass ich, das war alles egal. Mhm. Also das ist wie zwei Welten. Das eine ist hier dieses, das ist schlimm. Oh Gott, die ersten 5 Monate habe ich mich ständig übergeben. Ich war so schwach, dass man mich teilweise von der Arbeit abholen musste, um nach Hause zu fahren, weil ich nicht mehr alleine und so. Ganz krass. Also mein Körper und meine Psyche fanden das heftig. Aber gleichzeitig habe ich mich hier die ganze Zeit wie ein Irrer auf dieses Kind gefreut. Beide haben wir das gemacht. Und das war, das hat das alles im Endeffekt, also für mich war es genau das Richtige, ein Kind zu haben und diesen Weg haben zu dürfen, schwanger gewesen zu sein als Mann. Wenn wir das von außen betrachtet sehen, Sie wollten auf der Entbindungsstation dann ja auch als Mann angeredet werden. Wie haben da die Hebammen und wie haben die alle reagiert? Also als wir da, uns die Station angeschaut haben an dem Infoabend, da hat, haben die gesagt, kommen Sie, wenn Sie so irgendwelche Besonderheiten haben, kommen Sie gerne danach und sagen, reden Sie noch mal mit uns. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, mein Name ist Daniel Masch, ich bin schwanger und würde gerne das Kind hier bekommen. Und dann sagten die, okay. Und die haben das so toll gemacht. Die haben das knallhart durchgezogen. Ich war Herr Masch für die ÄrztInnen und ich war Daniel für die Hebammen, die ich hatte. Ich habe dann sogar noch unter Wehen eine Transberatung bei der einen Hebamme durchgeführt. Und früher habe ich immer gedacht, wo sind denn die alle, wenn einer von 200 trans oder nicht binär ist, wo sind die denn alle? Und heute denke ich, wo sind die denn nicht? Ja, so viele Menschen überall sind sie und eben auch im Kreißsaal. Und es hat hervorragend funktioniert. Ich habe das, wir hatten eine ganz tolle Hebamme. Vielleicht sieht sie das jetzt. Wir konnten ihr leider nie danken. Die hatte 13 Jahre Kreißsaalerfahrung, sagte sie anschließend. Das wäre was völlig anderes gewesen mit mir, als sie das kannte. Mhm. Das war spannend. Sie haben dann auch gestillt? Ich habe das knallhart durchgezogen, sehr pragmatisch. Ganz pragmatisch. Ja, ja. Nein, das war schön tatsächlich. Ich habe irgendwie gesagt, jetzt habe ich euch mein Leben lang rumgetragen oder seit der Pubertät rumgetragen, jetzt dürft ihr auch noch nützlich sein und meinem Kind ein tolles Immunsystem geben. Und ich habe das, ich musste nach 4 Monaten wieder arbeiten und dann war ich auf der Arbeit, wohlgemerkt in Beratungskontexten, Herr Masch mit Stillbrüsten. Ja, jetzt aber mal wirklich, wenn Sie jetzt sagen, Daniel Masch mit Stillbrüsten, gab es dann nicht auch Leute, die das nicht wechseln konnten, die damit Probleme hatten? Doch, aber ja. Ich bin gut im Verdrängen, oder? Ich habe das nicht so viel mitbekommen und ich hatte aber auch ein tolles Team, die dann halt gesagt haben, so, ja, wenn jemand komisch geguckt hat, dann haben sie gesagt, ja, das ist nun mal so, Herr Masch hat vor kurzem ein Kind bekommen, er stillt eben. Also das war super. Frau Rohwitter, könnten die das denn auch die Leute verstehen, die sagen, nein. Also ein entbindender und stillender Vater, das kriege ich nicht für mich zusammen? Genau, unser Bild ist da relativ fixiert und stillen, Mann hat keine Brust und kann nicht stillen, das ist ja das Klischee. Es ist ja nicht nur ein Klischee, es ist ja auch eine vielfältige Realität. Das Kind fängt an zu schreien, der Mann nimmt das Kind, gibt es der Frau zum Stillen, so geht das. Und das aber der eine Mann dem anderen Mann das Kind zum Stillen bringt, das gibt's eben einfach nicht. Also es gibt ganz viele Bereiche in unserem Sozialleben, die einfach so klare Bilder haben, mit denen wir groß werden, die auch zum Teil unserem Wunsch entsprechen, weil wir alle Sicherheit suchen und Klarheiten suchen, das ist ja auch nichts Verwerfliches, dass da nicht so gut da reinpasst. Nein, und ich bin auch echt froh, dass es vorbei ist. Jetzt glaube ich also auch. Wenn ich jetzt so daran zurückdenke, dann denke ich oft, boah, wie habe ich diesen Spagat hinbekommen? Frage, ja. Aber für mich war es dann im Endeffekt, und das finde ich ganz spannend, was einfach zeigt irgendwie, das war wirklich eine schöne Zeit. Ich habe ich habe erst gesagt, ich mache das 4 Monate. Dann habe ich gehört, nee, 6 Monate ist am besten. Na gut, habe ich gesagt, mache ich 6 Monate. Und dann habe ich gemerkt, ach, Hormone nehme ich noch den Rest meines Lebens. Aber mein Kind stille ich nur jetzt. Und ihm war das auch mega wichtig. Das war ein toller Prozess. Und am Ende habe ich ein Jahr gestillt. Mhm. Ja. Und habe dann gesagt, so, jetzt reicht's. Ja. Jetzt will ich mit meiner Transition anfangen. Und das... Und wie war das dann für Sie, als Sie mehr und mehr Daniel geworden sind? Der Daniel, der Sie heute hier auch sind? Also ich bin so ein Arbeitstyp. Ich arbeite und arbeite und arbeite. Und die Transition ist so nebenbei passiert. Es ist eher so, der Leidensdruck nimmt kontinuierlich ab. Und das Wohlgefühl nimmt kontinuierlich zu. Und zwischendurch wird man dann noch mal misgendert. Und dann ist es mittlerweile, und darüber bin ich so dankbar, eher so ein Huch. Habe ich so hell gesprochen? Ist es die Maske? Also Masken, trans- und nicht-binäre Menschen und Masken, es nervt so.
Ja, weil ich werde viel weiblicher gelesen, wenn ich hier was drüber habe. Mhm. So, ja, aber das sind so. Also insgesamt ist mein Leidensdruck halt enorm nach unten gegangen. Ich bin super angekommen mittlerweile, kann dadurch eben auch, ich arbeite in der Beratung mit Transpersonen, mache ganz viel Fortbildung und für Grundlagenworkshops eben rund um das Thema auch. Und dadurch habe ich jetzt so die ganze Spannbreite von zumindest dem transmännlichen Bereich. Aber was war auch schwer im Rückblick? Was würden Sie sagen? War es dieser Spagat vor allem oder? Also ganz schwer war für mich, die Sicherheit aufzugeben, die Gewohnheit. Die Sicherheit, Menschen wissen, wer ich, oder glauben zu wissen, wer ich bin, was tatsächlich im Endeffekt überhaupt nicht gestimmt hat. Ich habe also durch meine Transition nicht eine einzige Person verloren. Durch mein Kind ja einige, weil ich dann nicht mehr verfügbar war. So, ne? Aber durch die Transition niemanden. Mhm. Also ich hatte sehr viel Glück. Das ist nicht normal, das muss nicht automatisch so sein. Aber ich hatte ein Riesenglück. Schwer war wirklich dieses einmal alles umkrempeln, einmal diesen Sprung machen und sich entscheiden. Und dann war es, ja, sich den ganzen Klischees auszusetzen, diesen besonderen Weg der Schwangerschaft zu gehen, war bestimmt eine schwierige Sache. Wie alt ist Ihr Kind jetzt? Jetzt ist es 5. Wird bald 6. Läuft, wächst ja dann mit 2 Puppies einfach auf, nach dem Verständnis. Genau. Hat Ihr Kind denn schon mal gefragt, und wer ist meine Mami? Es weniger. Mhm. Weil wir ganz offen damit umgegangen sind. Es gibt auch tolle Kinderbücher dazu. Mhm. Also wie Lotta geboren wurde zum Beispiel. Das ist ein super Kinderbuch, wo einfach auch ein Transmann ein Kind bekommt. Und es ist ganz liebevoll erklärt, dass er eine Babyhöhle im Bauch hat. Und dass es halt Menschen gibt mit dieser Höhle. Und auch Lottas Papa hat so eine Höhle gehabt. Und wir haben dieses Buch gelesen und so. Also für ihn ist es... Aber Sie, Ihr Kind weiß, dass Sie... derjenige mit dieser Höhle. Ja, total. Sind. Wir sprechen oft darüber, dass wir uns das irgendwie gar nicht richtig vorstellen können, wie da mal einer drin war. Und also das ist wirklich ganz verwirrend. Dann legt er seinen Kopf auf meinen Bauch und sagt, ja, das ist wirklich schwer vorstellbar, Daddy. So, also das, nee, kein Geheimnis. Können Sie heute so auf das Ganze sehen und sehen noch die Phase rund um die Hochzeit, auch die Phase Ihres Mannes? Es war ja schon Stresstest auch für Sie. Was hat dazu geführt, dass Ihre Liebe dem Stand gehalten hat? Also wir kennen uns wirklich gut. Wir sind jetzt, also wir waren ja 10 Jahre zusammen, 11 Jahre, als wir geheiratet haben. Sind jetzt 21 Jahre zusammen. Wir kennen uns wirklich in- und auswendig. Und wir fanden das immer gut, was wir da kennengelernt haben. Auch wenn es natürlich, es ist Arbeit, lange Beziehung ist Arbeit. So. Und das ist aber auch in Ordnung. Ich glaube, wir sind miteinander groß geworden, was auch cool ist. Wir haben die gleichen Hobbys, wir haben irgendwie den gleichen Musikgeschmack, die gleichen Bücher finden wir toll. So. Also wir können ganz viel teilen. Ich glaube, was eine ganz wichtige Sache war, dass wir einfach bereit waren, uns auf neue Prozesse einzulassen und irgendwie Lust hatten, Abenteuer miteinander zu gehen. Dann wünsche ich Ihnen einfach weiterhin ja, zu zweit und als Familie ganz viel weitere Abenteuer und dass die Liebe genauso intensiv bleibt. Wir haben ja jetzt hier mit Ihnen eigentlich überall Beziehungen gesehen, die die Stresstests bestanden haben, sozusagen. Ja. Das ist ja nicht immer so. Frau Bohn, Sie haben das anders erlebt. Wir reden heute über die Beziehung zu Ihrem früheren Mann, die sich dramatisch zugespitzt hat irgendwann. Sie haben sich aber auch da mal noch mal zurück zum Anfang. Sie haben sich übers Internet kennengelernt. Was hat Sie angesprochen an Ihrem Mann damals? Also ich glaube einfach, dass wir die gleiche Grundeinstellung haben. Und erstmal nach außen hin wirkend auch ein sehr authentisch gleichwirkendes Elternhaus. Was heißt? Also ich komme aus einem Elternhaus, das sehr partnerschaftlich ist. Mhm. Und meine Eltern sind beide immer berufstätig gewesen. Und zunächst wirkte das bei ihm auch so.
Aber Sie haben sich da wohlgefühlt und schon so eine Verbundenheit erstmal gespürt. Genau. Also wir haben auch tatsächlich erst, nachdem unser Kind auf der Welt war, gemerkt, dass da tatsächlich Unterschiede sind. Für mich war klar, dass es einfach, er wirkte sehr gleichschrittig mit mir und ich hatte das Gefühl, er hat so die gleiche Vorstellung von Familie gehabt wie ich. Als Sie das Kind jetzt, wenn Sie das ansprechen, als Sie die Nachricht bekommen haben, hatten Sie da beide auch so das Gefühl, ja, das Fundament ist stark genug und wir freuen uns drauf? Ja, also unsere Tochter hat unser Leben ganz schön durcheinander gebracht, weil sie sehr überraschend sich angekündigt hat. Wir standen plötzlich da und meine Eltern reagierten relativ cool und sagten, ihr seid alt genug. Ich war 25, er 27. Da war natürlich ein Fundament da. Man hat abgeschlossene Berufsausbildung, man war sattelfest im Job. Das war alles gegeben, das war also überhaupt kein Problem. Und dann war einfach so der Plan, wir heiraten im nächsten Jahr. Durch die eigene Familie rückte der Heiratstermin immer näher und plötzlich waren es nur noch 6 Wochen. Sie sagen das so, ganz erschrocken. Ja, gab's da schon Zweifel? Nein, eigentlich nicht. Wir mussten innerhalb von 6 Wochen eine Hochzeit organisieren. Ach so. Und wir haben Standesamt, kirchlich, alles an einem Tag im Januar. Man kann heute wirklich sagen, dass das an sich schön und auch gewollt war. Aber im Februar merkte man dann, war beim Frauenarzt ganz normal, mir ging es auch nicht gut. Ich habe sehr mit Herzrasen zu kämpfen gehabt in der Schwangerschaft und so weiter. Ich hatte da schon auch mit mir selber zu kämpfen. Er war als Soldat weiters wegstationiert, das heißt, er war sowieso nur am Wochenende da. Und dann kam die Befürchtung, dass unser Kind eventuell Trisomie 18 hat. Ich habe mich dann sehr intensiv damit befasst. Uns wurde zum Schwangerschaftsabbruch geraten. Ich habe dann gesagt, das mache ich nicht. Also mir war einfach wichtig, diesem Kind eine Chance zu geben, obwohl ich mich selber innerlich darauf eingestellt hatte, mich zu verabschieden. Und habe auch gesagt, nachdem alles organisiert war, kam dann die Versetzung und wir waren dann eigentlich froh, als Familie endlich dann zusammenziehen zu können. Das haben Sie ja dann nach der Geburt gemacht. Ja, ne? vier Tage danach sind Sie dann zusammengezogen. Ja. Das ist ja ziemlich viel Neues auf einmal. Ja. Ne? Sie sind Mutter, man ist eine Familie, da ist ein Kind, Sie ziehen zusammen. Wie hat das alles verändert? Also ich persönlich muss sagen, ich habe die ersten 6 bis 8 Wochen mich um mich und um mein Kind gekümmert. Ich habe nicht gesehen, dass in der Wohnung noch Umzugskisten standen oder das Kinderzimmer nicht hergerichtet war. Selbst, also ich bin, was das angeht, glaube ich, sehr penibel. Ich habe nicht mal gesehen, dass da keine Gardinen am Fenster hängen. Mein Körper war noch mit dieser Hormongeschichte beschäftigt. Ich habe lediglich mich und mein Kind versorgt. Und natürlich, er war da und er kam nach Hause, aber unser Kind war ja noch relativ teilnahmslos in unserem Leben, brauchte auch noch nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Und wir konnten uns auch erstmal so, auch, obwohl das gar nicht von meiner Seite so bewusst passierte, aber erstmal als Paar auch irgendwo kennenlernen und einen Alltag entwickeln. Ja, nach 6 bis 8 Wochen saß ich dann auf dem Sofa. Ich konnte leider nicht stillen. Ich habe von Anfang an die Flasche gegeben. Saß auf dem Sofa und denke, hier hängen nicht mal Gardinen. Hab die Nähmaschine rausgeholt, meine Tochter wurde dann krank, die hat das 3-Tage-Fieber bekommen. Und solange die Nähmaschine ratterte, schlief dieses Kind. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es auch Spannungen gibt in Ihrer Beziehung? Dass da vielleicht das Bild, das Sie voneinander hatten, nicht mehr das gleiche war? Na, eigentlich schon, als ich wieder die Lebensgeister zurückbekommen habe und mich mit anderen Dingen wie nur mit meinem Kind und mir befasst hatte und eigentlich von ihm erwartet hatte, mich auch ein Stück weit zu entlasten, ne? Auch mal das Kind zu nehmen. Ich hatte immer so diesen Gedanken, und das sieht man ja auch oft im Fernsehen, ein Vater kommt freudestrahlend nach Hause und freut sich auf die Zeit mit seinem Kind. Dem war bei uns nicht so. Er kam nach Hause und er legte sich aufs Sofa, weil er völlig erschlagen war. Und dann schlief er. Ja, und er wollte von uns nichts wissen. Und wie sah Ihr Leben aus? Wollten Sie es irgendwie allen recht machen? Oder, ja? Ich wollte es allen recht machen. Ich wollte so ein bisschen auch diese glückliche Familie. Das war
der Wunsch da dahinter. Ich habe funktioniert, ich habe gekocht, was er essen wollte. Ich habe das Kind versorgt, die Wohnung war aufgeräumt. Ich hatte immer kurz bevor er kam aufgeräumt, ich hatte den Tisch gedeckt, ich hatte das Essen fertig. Also ich habe in dieser Situation funktioniert, aber ich habe mich dabei vergessen. Haben Sie ihn denn versucht, auch reinzuholen in den? Ja. Ich habe oft dann auch versucht, ihn einzubinden. Ich habe auch die Einkäufe dann übernommen mit einem kleinen Baby und habe dann die schweren Sachen getragen und habe ihn versucht zu entlasten. Und die wenige Zeit, die er denn dann da war und in der er auch wach war, habe ich versucht, ihn quasi mit uns irgendwo zu verheiraten. Ja. Sie sind dann zum zweiten Mal schwanger geworden. Die Nerven lagen blank bei Ihnen, auch bei Ihrem Mann. Und dann gab es ein Ereignis, auch ein Verhalten von ihm, mit dem haben Sie nicht gerechnet. Was ist da passiert? Genau, also ich bin mit dem zweiten Kind schwanger geworden und mich hat das körperlich sehr mitgenommen. Also ich habe in dieser Gesamtschwangerschaft 26 Kilo abgenommen. Ich habe viel erbrochen, ich habe Durchfall gehabt. Ich konnte also bis auf Schokolade nichts mehr essen. Der Frauenarzt sagte dann schon immer, Sie müssen unbedingt, Ihre Blutwerte sind ganz fürchterlich, wir haben Angst um Ihr Kind. Aber ich habe also für mein Leben das Kind, das da war, das habe ich versorgt. Und ich habe geguckt, dass es mir gut geht. Und er hat quasi auch überhaupt nicht in dieser Situation die Vaterrolle übernommen oder auch für mich nicht den Versorger oder derjenige, der für mich da ist. Er war damit überfordert. Und dann rastete er eben halt aus. Das heißt? Er wurde handgreiflich, er packte mich an den Armen und schmiss mich zu Boden. Ich bin gegen eine Glasvitrine gefallen. Selber so erschrocken gewesen, weil das so plötzlich kam, das war wie eine Attacke. Und ich musste mich selber erst mal fangen. Ich bin erst mal, habe mich ins Schlafzimmer zurückgezogen und hatte dann so in mich reingehört und hatte keine Kindsbewegungen mehr. Oh. Und habe wirklich fürchterliche Angst gehabt und habe dann mein zweites Kind aus dem Bett geholt, bin ins Krankenhaus gefahren, weil ich mir wirklich Sorgen machte. Ja, mein Gefühl sagte mir, es stimmt was nicht. Und ich saß in dieser Notaufnahme mit meinem Kind auf dem Schoß, meinem anderen Kind im Bauch, ohne dass es sich bewegte. Und da spürte ich erst mal, wie einsam ich in dieser Ehe war. Ich war wirklich einsam in dieser Ehe. Haben da dann auch die Gedanken gleich an Trennung? Oder haben Sie gedacht, vielleicht renkt sich das irgendwie ein, vielleicht finden wir uns noch als Familie? Genau. Also ich habe einfach versucht, Verständnis zu haben. Vielleicht, ich habe diese Überforderung gesehen. Jetzt war ich ja nur wirklich, ich war mehr krank wie schwanger. Ich habe da wirklich viel Verständnis versucht aufzubringen. Wir haben dann eine Ehetherapie auch noch mal gemacht und Beratungsgespräche. Und da hatte ich so das erste Mal, also wir haben eine Dame gehabt, die hat zwischen uns vermittelt. Mhm. Die hat das, was ich gesagt habe, ihm übersetzt, damit er versteht, wie es mir geht. Und andersrum. Und ihm wurde dann aber auch klar gemacht durch diese Therapeutin, weil er hing noch zwischen seiner Herkunftsfamilie und seiner Zukunftsfamilie. Und ihm wurde dann einfach auch klar gemacht, er müsse sich entscheiden. Und der richtige Weg wäre die Zukunftsfamilie, auch wenn das heißen würde, sich erstmal von der Herkunftsfamilie zu lösen, egal in welcher Form. Es hat sich aber weiter zugespitzt. Es gab dann noch einen zweiten Übergriff, wie Sie sagen, und dann im August 2014 noch einen dritten. Auch den letzten war da klar, jetzt muss es vorbei sein? Oder? Ja, also schon im Oktober 2013 stieß er mich so heftig gegen die Küchenarbeitsplatte, dass ich zu Boden ging und mit Verdacht auf Querschnittslähmung ins Krankenhaus kam. Da redeten schon alle auf mich ein. Ich muss das anzeigen. Mhm. Und ich habe immer gedacht, was tue ich meinen Kindern an? Wenn ich das tue, was tue ich dann meinen Kindern an? Die waren damals 3 und 5 Jahre alt. Die konnten Gott sei Dank Hilfe holen. Er stand wie betäubt daneben. Wir haben auch dann wieder eine Ehetherapie gemacht. Ich bin mit den Kindern in Kur gefahren, weil ich einfach auch meinen Rücken kurieren musste. Der war sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Und dann kam es im August 2014 wieder zu einer heftigen Auseinandersetzung, wo er auch verbal
mir gegenüber sehr übergriffig wurde. Und da ist der Vorhang bei mir wirklich gefallen. Mhm. Und da war mir egal, was morgen ist. Es war nur noch der Moment da, Schluss, aus, Stopp. Bis hierhin und keinen Schritt mehr weiter. Es war dann auch vorbei. Es gab dann einen, wie Sie selbst sagen, hässlichen Scheidungskrieg, auch mit juristischen Auseinandersetzungen. Sie haben das gemeinsame Sorgerecht. Es gab aber immer wieder auch um das Aufenthaltsbestimmungsrecht Auseinandersetzungen. Gibt es auch heute noch. Es gab dann Gutachten auch noch. In diese juristischen Details können wir hier in der Tiefe gar nicht einsteigen. Aber heute ist es ja so, er hat das Recht, wenn ich richtig informiert bin, die Kinder alle 2 Wochen am Wochenende zu sehen. Sie sagen aber, seit ungefähr einem Jahr hat er sie nicht gesehen. Wie geht's denn eigentlich Ihren Kindern mit all dem? Also die Kinder haben durch ihn eben selbst auch Gewalterfahrung gehabt, mhm, auch in der Zeit nach der Trennung. Und die möchten nicht mehr. Die haben natürlich auch erlebt, dass er das, was die Kinder möchten, mhm, also sprich, Papa, bring uns bitte nach Hause, das fand keine Beachtung bei ihm. Er hat sie dann schon auch schikaniert, die sollten ihre Sachen packen, sollten die zum Auto tragen, und dann hat er sie ausgelacht, mhm, und hat gesagt, ja, haltet ihr mich wirklich für so dumm? Ihr dürft nicht nach Hause, ihr müsst bei mir bleiben. Da ist wirklich viel auch, diese Kinder haben keine Selbstwirksamkeit erlebt, ja, ihm gegenüber, dass einfach das, was sie gesagt haben, auch Beachtung und Respekt, mhm, gefunden hat. Mhm. Die Kinder sind sehr weit weg von ihm. Er hat sie zuletzt gesehen im Dezember 2018. Mhm. Ja, er hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das wurde ihm aufgrund einer Anzeige wegen Gewalt gegen die Kinder zugesprochen. Aber dennoch leben die Kinder bei mir. Also er hat nie das Recht in Anspruch genommen, die Kinder zu sich zu nehmen. Er taucht auch in unserem Leben überhaupt nicht auf. Mhm. Das heißt, er holt die Kinder nicht, es gibt keine Geburtstagsgeschenke, es gibt keine Weihnachtsgeschenke. Wir führen einen sehr juristischen Kampf, der uns bis vor das Bundesverfassungsgericht getrieben hat. Mhm. Aber grundsätzlich ist da kein väterliches Interesse dahinter. Haben Sie nicht Angst, dass der plötzlich auftaucht, nur aus, weil er die Gewalt hat sozusagen, weil er es machen kann? Und ja, das ist ja auch damit ein Leben mit Angst. Leben wir seit Jahren. Ja, das verstehe ich. Ja. Sie hatten zwischenzeitlich auch wieder eine Beziehung, leben jetzt aber wieder allein auch mit den Kindern. Wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wie offen sind Sie jetzt wieder nach all dem, was Sie erlebt haben, nach dieser Beziehung, die Ihnen ja auch alles gezeigt hat, was wir in Beziehungen nicht erleben wollen. Wie offen sind Sie eigentlich zu sagen, ja, ich starte noch mal in was Neues? Oder sind Sie jetzt in der Phase eher, wo Sie sagen, ich brauche mal Zeit für mich? Und also ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten sehr mit mir selber beschäftigt, mhm, und habe auch wieder sehr zu mir selbst gefunden. Und es mag vielleicht auch einfach dem fortgeschrittenen Alter jetzt ein bisschen dienlich sein, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin heute weiter denn je auch im Grenzen setzen. Mhm. Ich bin bisher, und das weiß ich jetzt, Gott sei Dank, immer sehr schnell ins Funktionieren gekommen. Ich habe immer geguckt, der Job lief, mhm, die Kinder haben funktioniert, der Haushalt war gemacht, es war eingekauft. Das lag immer alles auf meinen Schultern und auf meinem Rücken. Davon bin ich weggekommen. Also auch in den letzten Wochen, muss ich sagen, habe ich da sehr an mir selber gearbeitet und bin da auch froh darüber. Ja, wenn was rumliegt, dann liegt es rum. Wenn ich den Einkauf jetzt unter der Woche nicht gebacken kriege, dann mache ich den am Wochenende mit den Kindern. Die sind natürlich gewohnt, dass wir zu dritt gut funktionieren, und die unterstützen mich auch sehr, auch in meiner Berufstätigkeit, haben ja auch ihren Nutzen daraus. Wir sind ein gutes Team, und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass die das so toll machen. Aber ich bin wieder mehr Mensch, und ich bin natürlich offen und aufgeschlossen, aber mittlerweile, glaube ich, auf eine sehr gesunde Art und Weise. Schön, dass Sie das sagen können. Und dass Sie nach dieser Beziehung jetzt auch wieder so selbstbewusst und optimistisch, würde ich ja sogar sagen, wenn ich Sie so erlebe, nach vorne schauen. Ja. Vielen Dank, Frau Bohn.
Wir haben ja jetzt hier auch viel über Liebesbeziehungen gesprochen. Nun ist es ja so, Beziehungen im Stresstest beziehen sich ja nicht nur auf Liebesbeziehungen, sondern zum Beispiel auch auf Freundschaften. Und in dem Sinne nochmal herzlich willkommen hier bei uns im Nachtcafé, Dan Dickhoff. Wir reden heute über den Aufstieg und das Ende einer sehr bekannten A Cappella-Band, ja. Über die Wise Guys. Aber in Wirklichkeit ist es auch die Geschichte einer Freundschaft, vor allem die Geschichte einer Freundschaft, über die wir heute reden wollen. Okay, Die Wise Guys gingen ja schon im Prinzip früh los. Sie haben ihren besten Freund Eddie sehr früh kennengelernt, ihren damaligen besten Freund. Wann war das? Wann sind Sie über den Weg gelaufen? Das war in der 6. Klasse, oder 5. Klasse, höhere Schule in Köln-Sülz. Und wir haben so ein Jahr gebraucht, bis wir uns total eng angefreundet haben, weil ich damals völlig fußballversessen war, bin ich heute auch noch. Ja. Und, Köln, ne? Aus Köln, ja. FC dann? Das, ja, klar. Kann ich nicht verleugnen. Ja. Und er das gar nicht war, deswegen kam er eigentlich als Freund nicht so richtig in Betracht zunächst. Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass das so ein kreativer und interessanter und lustiger Typ ist. Und das wurde ganz schnell eine super enge Freundschaft. Mhm. Ja. Und das heißt, Sie sind dann auch so durch die Pubertät mit allem, was dazugehört, so zusammenmarschiert? Komplett. Mit erstes Bier und erstes Mädchen. Und, ja. Also das verbindet ja eigentlich schon mal sehr stark. Und Sie hatten dann dieses gemeinsame Hobby Musik. Wie war das denn, als Sie dann gespürt haben, Mensch, mit unserem Hobby Musik, wir zwei Freunde mit unseren drei Kollegen, wir werden tatsächlich immer erfolgreicher? Ja, das war viel später. Da waren wir schon Mitte 20 und studierten schon und das war ein Hobby. Und wir hatten irgendwie dieses Glück, dass wir nicht sagen mussten, entscheide dich jetzt für die Musik und gib alles andere auf, sondern wir konnten weiter studieren und versuchen, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen. Und konnten dieses ganz intensive Hobby aber weiterführen. Und das wurde immer erfolgreicher. Und irgendwann, als wir so ungefähr Ende 20 waren, haben wir so viel Geld verdient, dass ich die Frage nach dem anderen Beruf nicht mehr stellte. Ja. Plus natürlich in allererster Stelle diesen Spaß gehabt. Das war natürlich eine dauerhafte Klassenfahrt. Wir sind wirklich von Ort zu Ort gefahren und wir haben Menschen bespaßt und haben gesungen und haben Leute begeistert und haben danach gefeiert. Und das war natürlich irgendwie, das war eine Dauerparty. So. Und wie diese Dauerparty über die Jahre so aussah, von außen betrachtet, das wollen wir jetzt natürlich auch noch mal sehen. Das Wichtigste sind wir, das jetzt und hier, allein zusammen. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ab ins Gummiboot. Der Winter hat ab sofort Hausverbot. Es ist der Rocknick. Da können wir jetzt ruhig noch mal klatschen. Oder? Komm, das muss jetzt drin sein. Nur damit wir uns diese Freundschaft auch vorstellen können. Sie und Eddie, ihr Kumpel, Sie waren ja auch die kreativen Köpfe. Wie sah das aus, wenn Sie zusammen irgendwie Musik komponiert haben? Wenn Sie wir haben halt am Anfang in irgendwelchen Bruchbuden gesessen, in irgendwelchen Kellerräumen und haben uns Songs ausgedacht und hatten so viel Spaß und haben manchmal einfach, der Weg ist das Ziel, war am Anfang total die Maxime, weil die Ergebnisse oft sehr dürftig waren am Anfang. Und nach ein paar Jahren fing es an, dass wir merkten, wir können es. Wir können wirklich Sachen schreiben, wo nachher dann, man sieht das ja, das sind ja tausende Leute gewesen. Das ist eine A Cappella-Band, das waren 5 Leute, die haben ohne Instrumente gesungen. Und da gingen tausende von Menschen und auch von Teenies und Kindern und auch Erwachsenen gingen da irgendwie durch die Decke. Und uns wurde klar, das haben wir uns ausgedacht. Und da begann aber irgendwann auch so ein bisschen vielleicht der Beginn des Konflikts, dass einfach das Gleichgewicht nicht mehr so ganz da war. Aber erstmal waren Sie schon sehr eng. Also total, klar. Ja, also Taufpate des ersten Sohnes gegenseitig, Trauzeuge davor, also das ganze Programm. Bevor wir zu diesen Rissen kommen, was gehört denn für Sie zu einer guten Freundschaft? Da habe ich viel drüber nachgedacht, auch nachdem das beendet war. Ja. Ich glaube, für mich gehört zu einer besten Freundschaft, dass man unbedingt sagen kann, ich kann mich in jeder Sekunde darauf verlassen, dass dieser beste Freund mich so behandelt, wie ich ihn behandeln würde. Frau Rohwetter, warum sind so beste Freunde für uns so wichtig? Das ist sehr wichtig, um eine eigene Identität zu finden, die sich zum Beispiel von dem der Eltern oder der Umwelt abhebt. Also das ist diese Peer Group, die ja in bestimmten, genau wie Sie, 6. Klasse oder so, ne, da ist es einfach das Allerwichtigste auf der Welt, was die sagen, was meine Freunde sagen oder mein bester Freund sagt.
Das ist was Wichtiges für die Innovation. Und wodurch gab es dann Risse in dieser besten Freundschaft? Also es gab halt verschiedene Gründe. Das eine war, die Kreativität war unterschiedlich verteilt. Das heißt, ich wurde irgendwann so ein bisschen zu einer Kreativitätsmaschine. Ich habe wahnsinnig viele Songs geschrieben. Das war irgendwann im Verhältnis irgendwie 10:1 und nachher 20:1. Und das wurde vom Gleichgewicht her, war es nicht mehr auf demselben Level. Das heißt, war das denn, ist die Musik und ist die Band, war das noch mehr ihr Leben quasi? War das noch mehr Mittelpunkt? Ich glaube, er hatte noch mehr andere Interessen als ich. Also ich hatte noch Fußball mit einem sehr mittelmäßig erfolgreichen Verein. Ja. Ansonsten war mein großes Hobby und meine große Liebe war wirklich das Songschreiben. Und dadurch habe ich viel Output gehabt, viele Songs auch geschrieben, die auch zu den erfolgreichsten der Wise Guys wurden. Und er fühlte sich da teilweise ein bisschen an den Rand gedrängt. Was Sie ihn auch so ein bisschen plattgewalzt mit Ihrem Ehrgeiz und ich hatte immer Energie? Die Hoffnung und das Gefühl, das nicht zu tun und eigentlich immer das Gefühl zu vermitteln und auch ihn zu motivieren, auch Sachen zu machen. Aber das ist offensichtlich bei ihm nicht so angekommen. Und beste Freunde heißt immer füreinander da sein. War genau. Das denn trotzdem noch das Gefühl? Oder? Da hat es eben auch in der Geschichte unserer Freundschaft 2-3 Momente gegeben, auf die ich jetzt nicht konkret eingehen möchte, die aber wirklich sehr deutlich gemacht haben, dass ich da mir wirklich ganz sicher war, wenn das jetzt umgekehrt so gewesen wäre, dass er mich um etwas gebeten hätte, dann hätte ich das mit Sicherheit ohne zu zögern getan und es ist nicht passiert. Und dann ist es, glaube ich, auch wie in mancher Ehe, dass man am Anfang das so ein bisschen nicht wahrhaben will. Dass man sich denkt so, ach trotzdem, das ist so ein super Typ. Und dann merkt man erst so schleichend über die vielen Jahre hinweg, dass da ganz früh doch schon ein Bruch passiert ist. Haben Sie denn dann den Moment verpasst? Ich meine, wenn ich mir Ihre Vergangenheit so vorstelle, Sie sind durch die Pubertät gegangen, den Erfolg, ja. Da war ja so eine große Nähe, Taufpate, all das, Trauzeuge. Haben Sie den Moment verpasst, aufeinander zuzugehen und zu sagen, Mensch, ich habe so das Gefühl, es läuft hier irgendwie nicht, lass uns da noch mal ran? Ja, wir haben das gemacht, aber da war es zu spät. Wir haben auch so quasi eine Paartherapie gemacht. Wir hatten also auch einen Therapeuten, der mit uns gearbeitet hat. Und im Nachhinein würde ich vermuten, es war einfach da schon zu spät. Und wir haben in den Jahren davor vielleicht versäumt, aufeinander zu achten. Und ich glaube, das ist wirklich mit einer Ehe vergleichbar. Man muss permanent auch die Veränderungen mitkriegen und aktiv die Veränderungen auch mittragen und auch mitgehen. Oder vielleicht halt sagen, nee, wir merken jetzt, es ist dann doch zu weit auseinander. Das haben wir versäumt und das war dann irgendwann einfach so viel zu spät, dass es dann auch sehr unschön zu Ende gegangen ist. Irgendwann saßen dann ja auch Rechtsanwälte da mit im Studio. Ist dann eigentlich schon, ist schon alles kaputt, oder? Und wir hatten dann noch die Abschiedstour der Wise Guys und mussten noch 1,5 Jahre Party machen auf der Bühne und Freundschaft im Prinzip präsentieren, die nicht mehr vorhanden war. Wie war das dann? Das war die bitterste Zeit meines Lebens. Erzählen Sie? Ja, man steht auf der Bühne und es ist ein großes Publikum da von Menschen, die teilweise mit uns aufgewachsen waren. Die waren als im Kindergarten, waren sie von Eltern mitgeschleppt worden zum Konzert, haben dann nachher Abi gemacht und haben teilweise ihren Kindern später noch die Songs vorgespielt. Das war eine Bandgeschichte von über 25 Jahren. Und diese Menschen saßen da mit ihren Kindern, teilweise mit ihren Eltern im Publikum, hatten Tränen in den Augen, weil die Wise Guys aufhören. Und du stehst auf der Bühne und singst a cappella, was ja die ehrlichste und verletzlichste Musikform überhaupt ist. Du hast ja keine Hilfe, kein Playback, kein Instrument. Und singst was und machst Leuten auch Freude und du bewegst diese Menschen und neben dir steht dein ehemals bester Freund und du sprichst mit dem privat gar nicht mehr. Und sie können sich eigentlich auch gar nicht mehr ausstehen. Wir haben zumindest nicht mehr kommuniziert. Ja. Und das wünsche ich keinem. Also das musste ich machen oder dachte ich, dass ich das machen muss. Und es war für ihn mit Sicherheit auch nicht schön. Also ich weiß auch ganz, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, ich weiß ganz genau, dass solche Dinge immer zwei Beteiligte haben. Ich habe mit Sicherheit auch eine Menge Fehler gemacht, das ist gar keine Frage. Aber es war ein sehr bitterer Moment, diese Emotionsbandbreite zu haben. Abschied, Schmerz, Lebensfreude und gleichzeitig totale Entzweiung. Konnten Sie denn noch genießen, auch so ein letztes Konzert? Es waren ja so viele Menschen dann da, wie Sie sagen, die Sie dann noch mal gefeiert haben, die traurig waren. Konnten Sie solche Momente? Ich konnte mich so ganz gut fokussieren. Ich habe mir das Publikum angeschaut, ich habe mir kleine Kinder angeschaut, die teilweise dann auch ihr erstes Konzert, was das letzte war, noch miterlebten. Weil die Eltern sagten, du bist zwar erst 5, aber die musst du einmal gesehen haben. Und daneben die Eltern, die auch Tränen in den Augen hatten. Ich habe mich darauf fokussiert und auf die Kollegen. Ich mochte ja ein paar noch, ich mochte ja nicht alle nicht. Wie sah es denn dann nach den Konzerten aus? Also Sie sagen, Sie haben nicht mehr miteinander gesprochen. Ja, wir sind im Prinzip getrennter Wege gegangen. Und das war eigentlich halt davor bestimmt 15 Jahre lang fester Bestandteil, dass man nach dem Konzert noch zusammengesessen hat. Und wir haben teilweise ganz, ganz tolle Abende gehabt mit ganz vielen, auch Fans. Man hat dann teilweise noch wirklich richtig gefeiert ein bisschen. Das war immer ein sehr enger Kontakt auch zum Publikum. Und
Das ging nach dem Konzert wirklich so. Also man war zwar im selben Hotel, aber man hat dann einfach nicht mehr sich unterhalten. Ich denke, dass ich irgendwann versuchen möchte, den Schritt auch zu gehen, dass man sich zumindest gegenseitig auch die Sachen verzeiht. Also ich denke, es hat auf Dauer keine Zukunft, dass man sagt, das war alles scheiße, denn es war einfach nicht alles scheiße. Es war die überwiegende Zeit, der Löwenanteil war einfach großartig. Und dass das dann so traurig endet, macht das Ende noch dramatischer und noch schlimmer. Aber das bedeutet eben nicht, dass die Zeit davor nicht trotzdem toll war. Und das, ich brauche noch ein bisschen, aber ich werde das irgendwann versuchen, auch mal diesen Schritt dann zu gehen. Haben Sie denn auch gemerkt, dass Sie gegenseitig gelitten haben auch an diesem blöden Zerwürfnis? Ich habe es bei ihm tatsächlich nie gemerkt und das hat dann zusätzlich wehgetan. Er wird es bei mir mit Sicherheit gemerkt haben. Wer war denn eigentlich derjenige, der dann gesagt hat, so, es geht nicht mehr zusammen, das war er auch. Ja? Ja. Und hat er gesagt, warum? Er hat gesagt, dass er durchaus auch sich kreativ an den Rand gedrängt fühlt und dass er einfach noch was anderes machen möchte im Leben. Dass er einfach jetzt auch eine große Veränderung sich wünscht. Und die Art und Weise, wie er das gesagt hat, war halt auch noch sehr problematisch, weil das wirklich aus völlig heiterem Himmel kam, ohne irgendwelche Vorankündigungen. Und das hat mich auch noch zusätzlich damals sehr verletzt. Ich meine, wenn Sie so sagen, da waren noch echt auch diese tollen Zeiten und man soll sie nicht... Sondern man soll diese Beziehung nicht vom Ende aus bewerten, sozusagen. Genau. Sehen Sie denn in ihm auch immer noch diese tollen Eigenschaften, die er hatte schon damals? Okay, kein Fußballfan, aber er hat auch noch diese anderen. Nein, er hat mit Sicherheit da noch viele Eigenschaften. Ich verfolge ihn aktuell nicht und kann das jetzt aktuell wirklich nicht beurteilen. Ich habe seit über 3 Jahren keinen Kontakt zu ihm gehabt. Aber er wird natürlich noch vieles davon haben. Ich muss aber auch sagen, durch diese frühen Brüche, und das meinte ich vorhin noch mit der Vergleichbarkeit zu der Ehe, wir haben uns noch gut verstanden, als eigentlich schon mir so ein paar Eigenschaften gefehlt haben, die ich früher so geschätzt hatte. Dieser Humor, der mich teilweise wirklich Tränen hat lachen lassen. Das hat sich einfach auseinanderentwickelt. Diese Interessen, dass wir gemeinsame Themen hatten, die jenseits der Wise Guys waren, das war schon weg, als wir uns noch gut verstanden haben. Das heißt, diese Entfremdung hatte schon stattgefunden, bevor es zum großen Krach kam. Wenn Sie sagen, ich hoffe, dass irgendwann der Moment kommt, dass wir uns verzeihen, dass auch ich ihm verzeihe, ist das dann so ein Verzeihen nach innen? Oder ist das auch ein Verzeihen im Sinne von Handreichen, nochmal miteinander sprechen und lass uns auch das sehen, was gut war? Das muss ja beides sein. Also ich möchte das schon auch für mich selber machen, weil ich merke, dass halt ein paar Sachen doch mir auch noch ein bisschen nachhängen. Und das geht aber nur ehrlich, wenn man das auch wirklich mit dem Schritt auf den anderen zu macht, weil sonst wäre es ja total egoistisch. Und ich glaube schon, dass er auch, also ich glaube nicht, dass er das alles komplett abgehakt hat. Dafür war es einfach zu intensiv über, wie gesagt, 25 Jahre. Waren die Wise Guys und diese Freundschaft auch, wenn man so will, Großteil ihres Lebens, auch so ein Lebenswerk? Ja, schon. Also das, wie gesagt, also ich finde es heute absurd. Ich habe auch Erfolg mit Alte Bekannte, bis Corona kam. Aber wir spielen halt in Konzertsälen vor 500 Leuten. Und das war halt teilweise, waren da, also der Rekord waren 70.000 Menschen. 70.000, ja. Das ist absurd. Das ist nicht mehr nachzuvollziehen. Das wird auch wahrscheinlich keine A Cappella-Gruppe mehr erreichen. Das war eine bestimmte Zeit. Und wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Songs. Und das war schon mein Lebenswerk. Aber ich bin nach wie vor mit Begeisterung Musiker, auch wenn es gerade die eine oder andere Krise auch gibt, auch mit meiner Stimme, wie man vielleicht auch hört. Aber ich bleib dran und habe noch sehr viel Lust. Ist das manchmal schwierig, wenn so eine enge Freundschaft gleichzeitig auch so eine berufliche Verbindung ist? Da wollte ich gerne was zu sagen, ja. Das erinnert mich ein bisschen an diese, es gibt eine Fabel von den Stachelschweinen im Winter. Ganz kurz nur, Stachelschweine im Winter. Es ist kalt, sie rücken ganz eng zusammen. Enge Freunde. Sie wärmen sich, aber sie stechen sich auch. Dann rücken sie wieder auseinander und rücken sich hin und her, bis sie den richtigen Abstand haben. Und wenn das nicht gelingt innerhalb der Beziehung, gilt für eine Freundschaft wie für eine Ehe, dass wir einen Abstand haben und uns wieder annähern und wir einen Abstand hinkriegen, dann klappt es nicht auf Dauer. Ja. Also ich kann persönlich auch nur jedem abraten, Beruf und Privates. Also es gibt auch Ausnahmen, haben wir vorhin gehört, sehr schöne Ausnahmen. Aber, ihr stecht euch nicht? Ja. Bei uns hat es nicht funktioniert, auf Dauer. Also ehrlich gesagt, es gibt überall was, um Gottes Willen. Und ich könnte, wenn mein Mutter es ein bisschen schafft, dann sagt, ich wäre so gern beleidigt. Gell? Ich wäre so gern beleidigt. Aber ich muss immer wieder reden mit ihm. Ich kann doch nicht mehr in Ruhe beleidigt sein. Herzlichen Glückwunsch. Das ist gut. Das muss ich dann einfach wieder klären. Ja. Wir müssen miteinander reden. Ist es tragischer daran, dass eben gleich zwei Dinge kaputt gegangen sind? Eben das Lebenswerk, die Wise Guys und diese dicke Freundschaft? Ja, also die...
Das ist schon der Doppelpack. Und das ist halt auch dieses Ambivalente mit dem beste Freunde werden auf einmal Arbeitskollegen, gründen eine GbR und haben berufliche, haben Meetings, anstatt dass sie irgendwie ein Bier trinken zusammen. Das war immer verzahnt und es hat einfach lange funktioniert, aber halt dann am Ende nicht mehr. Natürlich wünschen sich die Fans, dass sie sich vertragen und wieder zusammenkommen und es die Wise Guys wieder gibt. Aber ich muss sagen, hier im Nachtcafé denken wir jetzt weniger an die Bands, sondern mehr an sie. Und wir wünschen ihnen einfach, ob mit oder ohne Wise Guys, dass es ihnen gut geht im Leben. Das wünschen wir natürlich auch ihrem ehemals besten Freund Eddie. Und vielleicht gibt es ja dieses Handreichen nochmal. Vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Frau Rohwitter, wenn wir alles zusammen noch mal sehen, was können wir denn tun, dass wir Beziehungen pflegen, dass sie halten, dass man ein gutes, gesundes Gefühl in dieser Beziehung hat? Ja, das ist in dieser Fabel schon ganz gut beschrieben. Manchmal sage ich auch, fahrt mal getrennt in Urlaub. Ich brauche ein Stück meine eigene Welt, ne? Wie Sie gesagt haben, ich muss mich finden. Und dann können wir uns, und dann gibt es so eine Paarchoreografie. Wir gehen auseinander, jeder macht seins, dann treffen wir uns wieder und sind ganz eng und ist schön. Und dann gehst du mal weg und dann bin ich ein bisschen, wo ist der denn? Und umgekehrt. Aber diese Bewegung muss immer bleiben. Für Freundschaften, für Arbeitsbeziehungen. Dass man auch so bleiben kann, wie man ist. Ja, dass man und sich nicht immer krummlegen muss und. Und dann geht man auch, nicht nur so bleibt. Lass mich halt einfach, lass mich halt da mal spinnen. Und wenn ich das halt gerade will, ja, passt schon. Ganz also, genau. Und also nicht nur so bleiben, wie man ist, sondern auch Entwicklungsmöglichkeiten. Wir entwickeln uns als Paar. Ja. Ne? Wir verändern unsere gemeinsamen Gepflogenheiten und so weiter. Aber ich entwickle mich natürlich als Person auch alleine. Ja. Also, wir bleiben in Bewegung. Ja, genau. Beziehung im Stresstest. Vielen Dank an Sie. Gerne, ja. Vielen Dank an all unsere Gäste hier. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann mit dem Thema, wenn kein Abschied möglich ist. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke und tschüss.